So, wir schauen mal, ob wir dort deine Probleme etwas ausräumen können. Es ist immer, du bist als normaler Mensch, steckst du ständig in einem Dilemma oder in einem Trilemma oder in einem Quadrolemma. Das können wir jetzt fortmachen. Das heißt, du musst aus zwei oder drei oder vier oder mehreren Möglichkeiten musst du dich entscheiden. Und was viele nicht verstehen, ist die Sache mit der Gedankenwelt. Wenn ich es immer so mache, der absolute Nullpunkt. Wenn du meinst, du hast es verstanden, wenn du es wirklich verstanden hast, du Geist, ich erkläre jetzt das nicht den Moritz, den du jetzt als Pixelmännchen vor dir hast. Und der Udo ist auch nicht der, der erklärt. Das ist einmal eine Grundlage, wo bei Holofeeling komplett anders ist. Die Botschaft von Holofeeling richtet sich nur an den Geist, der sich, wenn er an Holofeeling denkt, sich Holofeeling ausdenkt. Aber ein ausgedachtes Holofeeling, das Gefühl, alles zu sein, in dieser einfachen Übersetzung, da geht es um Chatdenken. Aber Setzt ja jetzt, schon mal du drei hast voraus. dein Leben. Das Bewusstsein ändert sich ja nicht. Und ich spreche jetzt einmal gezielt, ich sage jetzt, du Geist, Namen sind jetzt austauschbar, du hast das Moritz-Programm laufen. Du weißt, es treibt dich zurzeit rum, diese Unzufriedenheit, die Entscheidung treffen, mache ich mein Studium weiter, mache ich es nicht weiter. Und da sage ich gleich von vornherein, Holofeeling mischt sich in das normale Leben, Ja, 0-1. also ich als Udo, überhaupt nicht ein. Das heißt, ich kriege so viele Fragen gestellt und die wollen immer Kategorie 2 antworten. Soll ich jetzt das machen oder soll ich es nicht machen oder was soll ich machen oder was ist richtig oder was ist verkehrt? Ich kann immer nur darauf hinweisen, bei Holofeeling geht es nicht um irgendwelche Einseitigkeiten, sondern die große Erkenntnis, dass du zuerst einmal weißt, was du selbst bist. Ja, Dieses Frage. Nichts und was jetzt da ist. Es geht um das, Ja. was da ist. Und dann erkennst du, dass das, was da ist, sich ständig im Jetzt verändert. Und wenn das ein, und das ist jetzt eingetroffen, und das, die Gut. Veränderung lässt man zu. Und jetzt kommt die Geschichte. Ich komme dir jetzt etwas entgegen. Ich erkläre dir jetzt etwas ganz in deinen Lauf, ohne dir zu sagen, was du machen sollst, weil du bist getrieben. Das Holofeeling ist die Schwierigkeit, weil man will dann wissen, man will mehr, man will Erfahrungen machen und man meint, man ist in einer Sackgasse. Und ich packe das jetzt einmal in zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist ganz einfach. Du lebst in einer Welt, wo du träumst. Und Ja. dein Traum, ich weise immer wieder darauf hin, in dein Wissen deiner Menschheit ist was ein Wissen von Traumpsychologie. Man sagt, wenn der Mensch träumt, dann teilt ihn sein, jetzt können wir schon wieder reden, nennen wir das Ding Unter- oder Überbewusstsein. Was ist jetzt die tiefere Ebene oder geistig höhere Ebene, die komplexere Ebene? Wir haben wieder, fällt mir was ein, dann setze ich die Quelle eines Seins nach oben, der Gott im Himmel oben, oder taucht was in mir auf, dann habe ich das klassische Ivri El Hayom, oder das Meer, wo sich das Wissen befindet. Aber das Wissen befindet sich nicht oben oder unten, sondern das ist Ja, die Welle. Das muss man verstehen. genau, Das heißt, genau. die Welle, den Punkt, den ich mir jetzt aber denke, dieses Ja. Nihilo, ex creatio ex nihilo. Ich betone nochmal, creatio heißt nicht die Schöpfung, sondern eigentlich ursprünglich die Kreation ist eine Kreation. Wir haben wieder eine Kreation und eine Selektion. Genau. Sind die zwei Seiten, eine Auswahl, eine Kreation und eine Selektion ist auch, wähle ich etwas aus, wenn ich was auswähle aus einer Kollektion, brauche ich eine Auswahl. Die Auswahl ist die Kollektion und das Auswählen ist die Selektion. Merkst du, die Worte sind relativ gleich. Nur Aber jetzt angenommen, ich schaffe mir eine Trinität und benutze die Worte Bewusstsein, also sehe permanent, was vor mir ist, Dasein, ich bin der Punkt und Allsein, alle meine Informationen. Und die drei Sachen bin ich gleichzeitig. das sind jetzt aber ausgedacht. Mach's ganz einfach. Du Das hast eine geht These, genau. du hast eine Antithese und du hast eine Synthese. Aber diese Synthese ist eine ausgedachte Synthese. Ja. Das heißt, jetzt wird es interessant: der vierte in unserem Tetraeder ist rot. Der schließt, der macht den Deckel zu. Das heißt, der Ja. Geist, der sich jetzt diese Synthese ausdenkt, ist die Synthese dieser Trinität. Der ist aber rot, weil sobald wir den jetzt wieder Denken Geist ist er nennen, blau. ist das schon wieder ausgedacht. Das ist dann was Hegel, wenn du Hegel studierst, der sehr komplex ist. Das geht nicht. HGL wie eine Welle. Das ist diese Triadenlehre. Genau, Weil die ja. Synthese, die du dir jetzt denkst, ist wieder eine Seite, die eine Antithese braucht, die zu einer noch höheren Synthese führt. Aber wir wollen da nicht so philosophisch werden. Ich will dir etwas entgegenkommen, dass du zuerst einmal die Entwicklung deines Geistes, ich habe angefangen, du träumst jetzt und wenn du träumst, dann weiß man in der weltlichen geht man davon aus, dass das Unter- bzw. Überbewusstsein, das habe ich gerade erklärt, dir träumenden Geist was mitteilen will. Und zwar in symbolischen Bildern.
Das genau. ist diese Traumpsychologie oder Symbolik. Jetzt. Und jetzt sage ich mit Holofeeling, ist ein kleiner Trick dabei, dass jetzt auch das, was du jetzt erlebst, du bist ein träumender Geist. Das ist der Geistesfunk. Das heißt, alles, was du auch vollkommen sinnlich real erlebst, sind ja deine Informationen, das ist hundertprozentig sicher, sonst könntest du es nicht wahrnehmen. Und das sind auch nur symbolische Bilder. Ja. Und jetzt ist es, dass man beim Kind fängt man an mit dem Märchen. Und ich kann immer nur sagen, Märchen ist das Wertvollste, die Märchen und die Sprichwörter deiner Welt sind das Wertvollste, was der Mensch besitzt, wenn er anfängt, die Märchen deuten zu können, die Metaphern. Ja. Ich sage, jedes Märchen, wenn du verstehst, ist 100.000 Mal mehr wert wie irgendein Sex im Lotto als Materialist. Ja. Das treibt dich nämlich nur in die Vergessenheit, in den Konsum, in den Wahn der Welt, diese Schicksalsschläge. Und jetzt ist es also so, dass wenn du zum Beispiel des Kaisers neue Kleider verstehst, ich sage als Christus jetzt, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Da sind wir tausende Male drauf eingegangen, wenn du eine Zeitung liest, wenn du Fernsehen schaust, dann ist das, was du interpretierst, ist für dich da außen und du bist nicht mehr in der Lage zu sehen, was jetzt da ist. Nochmal, genau. Feeling geht einzig darum, was jetzt da ist, was bin ich selbst, der Geist, der es erlebt. Das sind natürlich jetzt ausgedachte Dinge. Blau, ja. Und obwohl wir rot malen. Du hast ja heute Morgen nochmal reingeschrieben, diesen schönen Satz von mir, das, was du bist, rot geschrieben, kannst du nicht sein. Sein, Bewusstsein ist nicht existierend. Du kannst es aber auch nicht sein, weil du bist es ja. Genau, aber es ist auch nicht blau. Immer unterscheiden, sein, blau ist was Existierendes. Ja, das geht gar nicht. Und der Geist, der denkt, der seine Informationen anschaut, ich kann mir jetzt denken, ich bin der Geist, der seine Informationen anschaut, aber wer denkt sich diesen Geist aus? Genau. Also da muss ja einer da sein, der sich diesen Geist ausdenkt. Und sobald du dir das jetzt denkst, muss einer da sein, der sich den ausdenkt, der sich einen Geist... Du bist immer eins davor. Und irgendwann musst du das vor mit, dass du ein absolutes Nichts bist, rot geschrieben, weil ich dir erkläre, dass du ich bist. Aber wenn du das verstanden hast, wirklich verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Und das, genau das ist es. Aber lass mich meine Metapher weitermachen. Wir wollen das nicht zu lang halten. Mhm. Es ist also zuerst einmal, das ist die Welt der Märchen, wenn du die Märchen verstehst. Das Kaisers neue Kleider. Das ist genau das. Bist du in der Lage zu sehen, was da ist, oder siehst du bloß deine Interpretationen? Das steckt in den kleinen Kindermärchen drin. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Sprichwörter sind genauso wertvoll. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Tausendfach erwähne ich das, oder Lügen haben kurze Beine. Ich habe dir einmal dasselbe erzählt mit Worten, wo du nicht den Fehler machen darfst, dass das, was die Worte in deinem Normalverständnis auslösen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Angela Merkel fliegt nach Amerika. Mhm. Ja, dann. Das ist der Krug, der so lange zum Brunnen geht, bis er bricht. Das geht nicht. Was machst du aus den Worten für eine Vorstellung? Es löst sich jetzt mit Holofeeling, wenn die Metaphern zu einem arithmetischen Klartext, auch die ganzen physikalischen Formeln. So unglaublich das klingt, aber man muss das nur lang genug studieren, dann wirst du feststellen, dass es wirklich ein Computerprogramm ist. Ja. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Kern, dass ich dann auch sage, deine Geschichtsbücher. Was ist jetzt da? Wo ist der Unterschied, ob ich ein Märchenbuch, ein Roman oder ein Geschichtsbuch lesen du? Es ist immer nur mein Sein. Es ist einfach nur, was existiert. Ich sage, mach dir jetzt erst bewusst, was da ist, und wer bestimmt jetzt, ob das ein Mittelalterroman ist oder ein Geschichtsbuch ist. Ja. Oder welche Information ich lese. Du liest jetzt irgendeinen Kriegsfilm und dann liest du irgendwas, was ich, irgendeine Geschichte von Hitler. Das heißt, du musst dieses Stille stehen über die Zeit. Ich sage das in der Apokalypse, in der Enthüllung. Das, was dich einhält, ist deine Traumwelt. Und wir enthüllen jetzt das, ohne dass wir es wegmachen, weil wir die zwei Seiten brauchen. Okay. Aber jetzt komme ich zu meinen Metaphern. Ich wollte dir ein bisschen entgegenkommen, ohne mich einzumischen. Die erste, gehe ich auf die Metapher ein, dass ich immer wieder sage, jetzt pass auf, du gehst in die Lehre und du lernst Radio- und Fernsehtechnik. Ich bleibe mal beim Beispiel, wo ich als Udo sehr gut mitreden kann, als Brüssel-Udo. Und dann ist es so, dass du zurzeit in einer Welt lebst, wo du eigentlich fernschaust. Du schaust in die Ferne, obwohl das deine Informationen sind. Das ist alles Zeug, was du dir ausdeckst. Das heißt, du musst erst einmal anfangen, für Kinder die Metaphern der Märchen und dieser Geschichten zu verstehen. Das letzte Selbstgespräch, wenn irgendeine in der Einseitigkeit sagt, ja, habt ihr denn von unserer Vergangenheit nichts gelernt, was du zu lernen hast, dass du deine Mitmenschen zu lieben hast. Und ob ich jetzt schrei, Juden raus, Araber raus, oder ob ich schrei, Neonazis raus.
Es ändert sich nur die Perspektive. Es nimmt sich nicht. Und du wirst feststellen, dass umso mehr einer moralisch ist und meint, er ist gut, umso mehr Moser ist, ein Moserer ist. Er ist ein Angeber, er ist ein Schwarzmaler und ein Denunziant. Das heißt, all die Christen, die voller Feindbilder sind, haben von ihren eigenen Christen um nichts verstanden. Darüber diskutiere ich nicht und glaub mir, ich sitze am Hebel. Der Hebel ist der Abel, den du erschlagen hast in dir, und ich behaupte, ich bin du. Das ist der Geist. Das ist diese Nichtigkeit, die vom Kain, vom Affen erschlagen wurde. Kof, beginnen mit Kof. Weil dir der Affe wichtiger ist wie dein eigener Geist. Ja. So, und jetzt pass auf. Jetzt zeige ich dir, wir gehen jetzt einmal in die Lehre. Das heißt, am Anfang hast du keine Ahnung, wie ein Fernseher funktioniert. Mhm. Das heißt, du schaust Fernsehen und das, was auf dem Fernseher aufbaut, diese Illusionen, sind Märchengeschichten. Genau. Das heißt, das Erste, was du begreifen musst, diese Märchengeschichten, die hier und jetzt nur aus flackernden Bildern bestehen, du wirst begeistert sein. Wir können das krasser machen. Wir setzen jetzt statt einem Fernseher, setzen wir einen Monitor hin mit einem Computer, mit einem Videospiel. Und du willst gewinnen, egal welche Videospiele du spielst. Die ganzen Gamer, wie man das nennt, da geht es einfach nur um Gewinnen und besser sein wie die anderen. Mhm. Ich schalte unser Helga dazu, die ruft gerade. Gerne. Ich erkläre gerade, hör einfach zu. Also gut. Ja, ich wollte aber was mit dir besprechen. Das machen wir danach, Helga. Okay, gut. Du spielst dieses, ich nehme gerade nämlich auf. Ja. Du spielst dieses Videospiel und da bist du zuerst in dem Modus des Gewinnens. Das ist ein Lernprozess, ob das ein Ego-Shooter ist, ob das ein Mittelalterspiel ist, ein Science-Fiction-Spiel. Du kennst diese riesen Palette von offenen Welten. Und das ist immer eine Phase, da steckst du zurzeit drin, dass du die Metaphern dieser Situationen erkennst. Irgendwann werde ich das Spielen langweilen. Ich habe mehrere Male darauf hingewiesen und ich nenne jetzt einfach den Udo als Beispiel, als Mensch, ich muss ja irgendwie mit dir kommunizieren, dass ich bei Spielen extrem schlecht bin. Schon immer war, aber nicht, weil ich eigentlich doof bin, sondern weil mich es Gewinnen überhaupt nicht interessiert. Was mich immer interessiert hat, mein Beispiel ist mit Schach. Ich bin extrem heiß drauf, wenn ich mit was konfrontiert war, schon als Kind, wie funktioniert es? Und sobald ich rausbekommen habe, wie was funktioniert, langweilt mich das. Ich sehe keinen Sinn, mich mit dann hinzusetzen und dann auf den Schachbrett diese unendlich, du weißt, das Schachbrettsystem schon die Sache aufs erste Feld einreißen kann, aufs zweite Feld zwei, aufs dritte, jeder kennt es mit ein bisschen Allgemeinbildung, dass diese Zugmöglichkeiten vorauszuberechnen, um besser zu sein wie ein anderer, ist für mich ein geistloser Akt. Was viel interessanter ist, wie funktioniert das Spiel, und wenn ich das Spiel raus habe, dann ist das Spiel für mich abgehakt. Das ist wie eine Frage in einem Führerscheinprüfungsbogen, den wir jetzt als die Fehler erkennen. Es ist durch, ich weiß, wie es funktioniert. Dann wende ich mich dem nächsten System zu. Kybernetische Schleife, alles, was ich erkläre, Chemie, egal was, Elektrolyse, mich interessiert, was soll mir das sagen? Das ist aber immer noch die Metapherebene. Und irgendwann einmal hast du das nach vielen Leben komplett durchschaut. Ich rede jetzt einmal so komisch. Und jetzt ist interessant, jetzt komme ich ins Spiel, der Radio- und Fernsehtechniker. Jetzt fängst du an, wie funktioniert eigentlich dieser Monitor, wie funktioniert der Computer, wie funktioniert der Fernseher? Ich sage, du schaust doch laufend in die Ferne, alles, was du dir ausdenkst, um dich herum, räumlich wie zeitlich verstreust, die ist noch nicht bewusst gewesen, dass das hier und jetzt eine Information ist. Und dann soll ich, pass auf, ich werde dir jetzt erklären, wie das funktioniert. Das heißt, wir gehen von der Vorderseite des Fernsehs. Gehen wir zuerst einmal auf die Kehrseite. So, was machen wir dann? Dann tun wir das DECL, dann tun wir den Deckel abnehmen. Diese Hülle, den Deckel ab, und dann siehst du da unendlich viele Bauteile. Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, und jetzt brauchen wir natürlich, um da reinzuschauen, dass ich dir das erkläre, das sind ja elektrische Abläufe. Ich bleibe mal in einer normalen Sprache. Brauchen wir Messgeräte? Und wie, was da drinnen jetzt abläuft, ist was ganz was anderes, was du vorne an dem flackernden Lämpchen siehst. Das ist die Ursache dafür. Aber jetzt ist es wichtig. Und das ist jetzt der Kernpunkt, wo du verstehen musst, um dir zu zeigen, was da spannungstechnisch abläuft, dieses Gemisch, wie sich das Bild vorne zusammensetzt, in Wirklichkeit, muss der Fernseher laufen. Ich kann ja an dem Fernseher, ich kann dir jetzt zwar die Schaltungen erklären, ohne dass er Fernseher ist, aber wir wollen einmal verstehen, diese Metapher, wo ich sage, es muss, ich kann einen träumenden Geist erklären, nur dann erklären, was Träume sind, wenn er träumt. Das jetzt diese Informationen, ich muss dich träumen lassen. Weil wenn du nicht träumst, bist du ein absolutes, undenkbares Nichts.
das wir uns natürlich jetzt wieder ausdenken, dadurch ist das, was wir sind, sind wir nicht, wir sind nicht das, was wir an das, Entschuldigung, wir sind nicht das an das, was wir denken, wenn wir an uns denken. Das gilt jetzt, ob du jetzt an deinen Körper denkst oder ob du dich als Geist denkst. Es ist beides ein Gedanke, der vergänglich ist. Das ist was Existierendes. Und ich erkläre dir, dass du was Nicht-Existierendes bist. Dadurch bist du ewig. Das ist überprüfbar, wenn ich jetzt wieder das Helga-Programm laufen habe. Helga, du weißt, wie oft ich sage, wenn du in dich reinschaust, schau dir jetzt die alte Frau an. Das Witzelmännchen natürlich. Wenn du auch selber, egal was für einen Körper du denkst, wenn du an dich denkst, der, der dieses Leben durchlebt, sage ich es wie ein Leser eines Buches, du bist am Ende derselbe Geist, glaub mich, der Geist Helga, der das Helga-Programm aufmacht, fühlt sich kein bisschen älter wie dieser Moritz-Geist. Das ist so. Mit Wehwehchen. Du musst dich lösen, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Und jetzt komme ich zu meinem Fernseher zurück. Das heißt, wenn wir uns jetzt das, was da drinnen abläuft, das machen wir bei sehr intensiver Selbstbeobachtung. Wenn ich immer wieder sage, schau in dich rein, was du glaubst, welche Information vorliegt, wie du funktionierst. Der Hauch, ein Gefühl von Hunger und du wirst feststellen, du denkst, ich muss mal Brot machen. Dass du reagierst, dieses Spiel habe ich so oft erzählt. Aber es ändert nichts an dem, der es erlebt. Das heißt, der Fernseher muss laufen, wenn wir auf der anderen Seite da messen, was da innen sich abspielt, obwohl für uns das, was vorne läuft auf dem Fernseher, die klassischen Bilder vollkommen uninteressant wird. Wenn wir da messen, und ich erkläre dir jetzt, ich sage jetzt einmal beim alten Röhrenfernseher, ich bleibe beim Röhrenfernseher, der hier Zahlen an Elektronenstrahl abrastert, mit den Impulsen. Wenn ich dir diese Signale von Oszilloskop zeige, da weißt du nicht, was vorne, ob da nur das Bild ist oder was da für ein Film läuft. Weil die Märchen waren uninteressant. Der Krug, der zum Brunnen läuft, bis er auseinanderbricht, oder die Lügen mit den kurzen Beinen, waren vollkommen uninteressant, weil das bloß Metaphern sind, sondern es war die tiefere Ebene interessant. Ich verweise, glaube ich, auf die Schrift, das Selbstgespräch, das Erwachen, wo ich so oft darauf hingewiesen habe, wo ich ein Ei, die drei Stufen, tiefen Stufen eines Eis, eines Menschen unter normalen Schrift erkläre. Das Ei, wenn du die Schale siehst, die Oberfläche von dem Ei, weißt du nicht, was drin ist. Du weißt nicht, ob das ein rohes Ei ist, ein gekochtes Ei, ein weich gekochtes, ein Küken, vielleicht ist ein Küken drin, oder irgendein fast stinkiges, fauliges Etwas, weil es ewig rumliegt. Diese Stufen, du hast das, die Schale, wenn du nur die Oberfläche siehst, das sind die Metaphern, weißt du überhaupt nichts, was da drin ist. Die nächste Stufe ist interessant, ist dann das Eiweiß. Dann kommt das AI-Gelb. Dieses Weiß ist das Weib. Ja. Zuerst haben wir die harte Schale, die Materie, die ist vollkommen uninteressant. Dann haben wir das Eiweiß und dann haben wir das Eigelb und dann haben wir schon GL. Das Polarbert. Und jetzt selbst das Eigelb ist was Ausgedachtes, da ist ein kleiner Keim, der in der Lage ist, aus dem Gelb ein Küken zu machen. Ein Huhn. Ein Küken, ein Huhn. Jetzt bist du schon im chronologischen Denken, das habe ich so oft gesagt. Das ist, ich beweise dir, dass all das, was für dich vollkommen logisch sei, zwar logisch ist, aber nicht hundertprozentig sicher ist. Du kannst dir ein Huhn denken, wo ein Ei rauskommt. An der Stelle. Das kannst du jetzt auf deiner VR-Brille materialisieren. Realisieren bleibt deine Information. Du kannst dir auch ein Huhn denken, Entschuldigung, ein Ei denken, wo ein Küken rauskommt. Dass das zerspringt und ein kleiner Schnabel kommt raus, ist auch eine Möglichkeit. Was vollkommen unmöglich ist, wenn du sagst, die Hühner stammen von Eiern ab, zeig mir doch, dass aus einem Ei ein Huhn rauskommt. Nur ein Küken. Und jetzt ist ja vollkommen logisch, im Laufe der Zeit, das Küken ist ja gewachsen. Aber jetzt machst du schon den Fehler, dass du zwei unterschiedliche Bilder sagst, das Bild ist das Bild. Das Bild ist darum, weil das Bild da ist. Mhm. Das nochmal dazu machen, muss jetzt gleich. Jetzt darf ich erst gar nicht anfangen, was wir jetzt da machen. Okay, also dieses zeitliche Wachstum, das ist jetzt auch so, du interpretierst jetzt zum Beispiel, was da passiert. Diese Interpretationen, die jetzt passieren, einfach zuhören, diese Interpretationen, die jetzt passieren, sind deine Interpretationen. Das, was du jetzt hörst, sind die Interpretationen von einem Uro. Ganz normal. Ich sage nicht, dass die besser oder echter sind, was jetzt das wichtig ist. Diese Aufnahme wurde niemals in der Vergangenheit gemacht.
Das ist also hier wichtig, dass man das versteht, was in dir auftaucht, taucht hier und jetzt auf. Das ist obwohl alles, bei mir, was bei mir auftaucht, taucht immer hier und jetzt auf. Das ist hundertprozentig sicher. Und es ist in dir und es kommt aus dir, wenn du ein träumender Geist bist. So, und jetzt kommen wir, wenn man das jetzt verstanden hat mit den Metaphern, weil dein Hin- und Hergerissensein, breche ich mein Studium, breche ich es nicht ab. Udo Holofilling mischt sich nicht ein, aber ich helfe dir mit einer kleinen Geschichte. Da denken wir uns jetzt jemanden aus, die ist übrigens auf alten Selbstgesprächen vor 15 Jahren, kannst du die hören, das ist meine Otto-Geschichte. Junge Busch ist begeistert von meinen Ordnungen. Ich war selbstständig, habe die Geräte hergestellt und er wollte sich dann selbstständig machen. Der war so alt wie du. Und die Moral von der Geschichte ist sehr, sehr wichtig. Der hat sich dann in Landshut selbstständig gemacht, ein kleines Hi-Fi-Studio aufgemacht. Und dann habe ich ihn noch unterstützt, habe ich gesagt, pass auf, hat natürlich relativ wenig Geld gehabt, sage ich, das ist kein Problem, weil ich habe das Lager voll und ich will dir nichts verkaufen. Ich gebe dir das in Kommission. Das heißt, ich stelle dir dann Lagerbestand, das Nötigste hin, das musst du nicht zahlen. Und wenn du das verkaufst, das Einzige, habe ich zu ihm gesagt, was ich von dir will, wenn du ein Gerät verkaufst, dass du sofort den Einkaufspreis auf die Seite tust, dass ich den kriege. Nicht, dass du meine Ware verkaufst und dann mit dem Materialwert praktisch irgendwelche Schulden oder was bezahlst. Ich will keine Zinsen und nichts, weil wenn ich habe größere Mengen fertigen lassen müssen, sage ich, und ob das bei mir im Lager steht oder ob du die stehen hast und kannst es verkaufen, ich finanziere dir dann Lagerbestand. Und die Schwierigkeit war schlichtweg und einfach und ich sage, das war nicht diskutierbar. Ich weiß, das ist unglaublich, aber es ist so, auch selbst, ich will nicht in die Sternenlagen sinken, lange Rede, kurzer Sinn, es ist so, dass das Hin da vorne bei ihm nicht hingehaut hat und die Schwierigkeit war, er hatte zwar dieselben Geräte wie ich, aber du musst eine gewisse Qualität haben, das den Kunden zu verklickern, weil im direkten Vergleich ist das erst einmal komplett anders wie alles andere. Und es ist so brutal besser, aber ich weise immer wieder darauf hin, der Mensch, der Hörer ist ein Teil meiner Anlage. Das klingt jetzt schon so esoterisch, das ist es aber nicht, wenn du Holofilling verstanden hast. Weil du bist ein träumender Geist. Und alles, was ich jetzt räumlich erkläre, dass die so unheimlich echt sind, geht immer noch davon aus, dass da von der Außen Schallwellen in dich reinkommen, die diese Sternanlage simuliert. Es sind akustische Hologramme und bei einem Hologramm gibt es keinen außerhalb der Hologrammplatte. Das heißt, wenn du einen kleinen Trick machst, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich sage immer wieder, wenn das einen interessiert, das flasht den normalen Denker, wenn ein Physiker zuhört, den haut es vollkommen weg, weil alles, was er glaubt, richtig ist, aber er kommt dann drauf, was alles übersehen wird. Ganz simpel, das ist wie ein Quadrat. Es sind lauter Quadrate mit drei Strichen gezeichnet, wenn du das heute kannst, sagst, wieso ist da noch nie einer draufgekommen? Wieso hat es noch nie einer gesehen? Die Grundvoraussetzung ist neu hier. Aber jetzt komme ich zu deinem Problem. Er hat sich dann, immer wenn ich unten war, war super und dann ist in Landshut rumgegangen, der bescheißt ja die Leute und der lügt, weil da ist ja alles ist kaputt und alles ist Dreck und es kann ja nicht sein, was nicht sein darf, das wäre, als wenn der die Weisheit mit Löffel gefressen hätte. Ich verweise dich diesbezüglich, wenn du suchst, da gibt es hier diesen Petra-Brief, das ist der Cinema Paradiso-Vortrag, diese zwei Teile, wo ich auf den Petra-Brief eingehe, Robert, der mich auch niedermacht als Dilettanten und die Naturwissenschaft, er war noch nie in einer Universität und er meint, er wüsste mehr wie die ganzen Professoren. So intronisierst du Götter, die es gar nicht wert sind, dass das Götter sind. Es sind ja nur Äffchen, die nachäffen. Ich weiß, das tut unheimlich weh, wenn man selber Professor ist. Und ich kann immer wieder sagen hier, mein Professor Johannes war jetzt wieder da, der seit vielen Jahren Holofilling studiert. Und es ist auch ein Segen, dass ich zuerst einmal sage, mach deine Rolle weiter auf der Bühne. Du musst keinen Holofilling beibringen, weil du würdest ja schon wieder versuchen, Gedanken von dir Holofilling beizubringen. Holofilling ist nur für den Geist, der träumt, der sich das ausdenkt. Ich rede nur mit dem Geist einer Traumwelt und da gibt es nur einen einzigen Geist. Und die Figuren, die Protagonisten, die Antagonisten, nenn es wie du es willst, die in dir auftauchen und wieder verschwinden, dazu zählt auch dein eigener Körper, wenn du an dich denkst. Sind vergängliche Erscheinungen, die sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Das muss man zuerst einmal wegstecken. Aber es ist ganz einfach, es ist einfach so. Es war noch nie anders. Wo ist die 20-jährige Helga? Die ist hier und jetzt in deinem Kopf, weil man an eine 20-jährige Helga denken. Dieser Pups in deinem Kopf. Und wenn du weißt, dass sinnlich wahrgenommene Informationen auch nur ein Pups in deinem Kopf sind, erfordert es irgendwann einmal das Loslassen, wenn man Schmerzen hat. Der Fehler ist, man lässt nicht von dem einseitig ausgedachten Körper los, der krank ist,
sondern man will gesund sein. Den Körper will man aber weiter behalten, damit bleibt der Körper unheil. Dann kommst du in das chronologische Denken. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel die Aussage, die ich jetzt getätigt habe, wirst du, je nachdem, was für ein Charakter, was für ein Programm du laufen hast, eventuell 20, 30 Jahre braun, bis du es verstehst, obwohl du das auf der Stelle verstehen könntest, eventuell sogar mehrere Leben. Was ich auch immer damit sagen will. Aber jetzt komme ich zu unserem Otto weiter. Otto war sehr verzweifelt, ich war dann ein paar Mal bei ihm unten, weil die haben ihn nicht für voll genommen. Er hat sich bemüht, er war bei mir immer, er hat es genauso erklärt wie ich. Die große Schwierigkeit ist, dass es nicht darum geht, dass wenn zwei das Gleiche sagen, kommt es nicht immer unbedingt gleich an. Da muss eine Autorität dabei sein. Das geht jetzt nicht, dass man was verkaufen will. Bei Holofinning ist nie ums Verkaufen gegangen, sondern zuerst einmal musst du selber funktionieren, du musst wissen, wie es funktioniert und dann verkauft sich das Ding von selber, dann wirst du süchtig dann auch. Jetzt im positiven Sinne. Und wenn ein junger Bursch da steht und der behauptet, dass alle anderen nicht recht haben und so weiter in deinem Alter, das nimmt kein normaler Mensch für voll. Okay? Das ist übrigens selbst bei mir im Laden, wenn ich sage, wie ich vor 25 Jahren aus dem Laden raus bin. Insider verstehen den Witz, habe ich ja meinen Prokuristen und meinen Mitarbeitern, meinen kompletten Laden alles geschenkt. Ich habe mich auf Null gesetzt. Und mein Erich, der ja hier fast 20 Jahre bei mir gearbeitet hat, die hatten genau meine Geräte und die hatten die Reife. Und dessen ungeachtet, ich bin aus dem Laden raus und innerhalb von kürzester Zeit, das Gerät alleine macht es nicht. Auf jeden Fall, es ist dann so, jetzt kommt dein Problem, das verwechsel ich, komme dann gleich mal nochmal raus der Geschichte, dass er total verschuldet war, es ist also überhaupt nicht gegangen. Und dann hat seine Mutter ihm ihr Ersparnisse, das weiß ich nur, es waren glaube ich 75.000 Mark, waren ja nur Mark damals, 75.000 Mark, gegeben, ihr kleine Ersparnisse, was eigentlich ihr Erbe sein sollte, vorne weg und damit konnte er sich schuldentechnisch auf Null setzen. Dass er praktisch, wie man so schön sagt, mit einem blauen Auge, wenn du jetzt so jung bist und du hast 75.000 Euro, sage ich jetzt aktuell, Schulden, dann kommst du mit als normaler oder Normalverbraucher mit den Schulden gar nicht mehr auf die Beine. Und jetzt ist es also so, dass er dann auf Null war und dann sind damals genau zu dem Zeitpunkt sind die Handy ihm gewonnen, sind in den Städten sind die Handyläden großgekommen. Und da war das große Geschäft, übrigens auch eine Prophezeiung von mir, wenn der Händler, viele Radio- und Fernsehhändler haben angefangen, Handys zu verkaufen, weil die Provider haben ein Netz zur Verfügung gestellt und das Geld wurde damals verdient, indem man Handy verkauft hat. Übrigens, ganz nebenbei, der D1-Net, das kann er da gleich sagen, für heutige Zeiten unvorstellbar, wenn du ein D1-Handy hattest, das war genau zu dem Zeitpunkt, wo D1 gekommen ist. Der Grundvertrag hat fast bei jedem ungefähr 75 Mark im Monat gekostet. Der Vertrag, 75 Mark im Monat, kannst du mittlerweile fast gleichsetzen mit Euros, also von der Lebensqualität her. Ja. Und eine Minute, jede angebrochene Minute, 1,80 Mark. Egal, ob du angerufen wirst oder ob du auch wo anrufst. 1,80 Mark die Minute und 75 Mark der Grundvertrag. Das waren damals die Zeiten. Und dass das losgeht, haben die Händler im Schnitt zwischen 400 und 450 Mark für einen Handyvertrag. Wenn einer einen Handyvertrag unterschreibt, hat der Händler, der den Vertrag abschließt, 450 Mark bekommen. Alle haben gesagt, du kannst nicht mehr Geld verdienen, du musst Handys verkaufen. Und dann habe ich zu denen gesagt, damals, als kleiner Prophet, ich sage euch jetzt als Brösel-Udo, ihr könnt jetzt in kürzester Zeit darauf warten, dass die Menschen Handys geschenkt bekommen. Und dann ist eure Einnahmequelle, dass ihr den Vertrag unterschreibt, ja, ist dann weg, weil die Provider des Netz, sobald einer ein Handy hat, telefoniert er. Ja. Und bevor ich hier einfach einen Händler, das an einem Vertrag unterschreibt, den Händler 450 Mark gebe, schenke ich den Leuten das Handy, bei den Preisen hat sich das in kürzester Zeit automatisiert, wenn die zum Telefonieren anfangen und sobald einer eingebucht ist, wenn das Netz steht, kostet es dem Provider ja praktisch kein Geld. Nee. Der Aufbau des Netzes hat Geld gekostet, du musstest in die Vorleistung und umso mehr telefonieren, umso mehr verdienen wir, also ist es wichtig, dass die Leute Handys haben. Und die kriegen schneller Handys, wenn wir denen die Handys schenken oder für Butterbrot geben, anstatt den Händlern, dass die Handys verkaufen für die Vermittlung von einem Vertrag 450 Mark bezahlen. Ja. Also gut, das ist halt alles Kapitalismus. Ja.
Wir kommen zu unserer Autogeschichte. Und wie ist der Zufall? Wolti hat in der Fußgängerzone in Nürnberg hat ein Handygeschäft aufgemacht. Da haben wir dann Vodafone, ich weiß noch mal, was das war. Und er hätte dann, wollte sich noch retten und mit Handys verkaufen. Und dann hat er, dass er dort als Angestellter arbeitet. Und er hatte keine großen Freunde, also sagte gut, keine Freundin, dann ist er auf Nürnberg gezogen. Und hat da angefangen. Und jetzt pass auf, die Moral der Geschichte. Ich gehe deinen Jobwechsel. Unser Thema ist dein Wechsel, gehe ich zu VW, breche ich mein Studium ab oder mache ich das, weil du unzufrieden bist. Ja. Es sieht definitiv so aus, er ruft mich dann 3 Monate danach an, sagt er, ich bin wie neu geboren. Weil was dich auffrisst, sind die Sorgen. Diese Sorgen und die Schulden und durch das, dass er sich auf Null setzen konnte und seine Mutter ihm diese 75.000 Mark, ihr kleines Erbe, ihre Ersparnisse gegeben hat, dass er zumindest den Schuldenberg weg hatte, den er aufgebaut hat. Ich habe jetzt, sagt er, ich verdiene schönes Geld, sagt er, und es ist so wunderschön, ins Bett zu gehen und nicht hier Sorgen zu haben. Ja. Und ich habe dann damals, wie ich mit ihm gesprochen habe, ich sage, du mal abwarten. Du gehst von der einen Arschlochkarte in die andere. Du nimmst dein Problem nämlich immer mit. Das Problem ist das Problem des blinden Arschlochs, des Nicht-Einverstanden-Seins. Ein halbes Jahr später ruft er mich an. Er war todunglücklich. Absolut zerrissen innerlich. Er sagt, Udo, jetzt weiß ich langsam, was du mir erklären wolltest. Sagte, ich habe nach wie vor, mir geht's super finanziell, ich verdiene nicht übermäßig viel, aber ich verdiene, ich habe Geld, ich habe keine Schulden und ich komme locker aus. Wir haben eine schöne Arbeitsatmosphäre, das ist alles super, aber was ihn jetzt treibt, dass hier, wie er Holofeeling gemacht hat, was ihn begeistert hat, ist diese Ehrlichkeit und die Moral. Nicht irgendwann was verkaufen, sondern wirklich beraten. Und er sagte, wir haben hier in unserem Shop eine ganz klare Auflage, ich muss am Tag in der Fußgängerzone 75 Handyverträge freischalten. Das heißt, wenn da einer reinkommt, beraten, es ist einfach nur das Ziel, dass er möglichst teuren Vertrag oder mit einem Handy unten rechts unterschreibt. Das heißt, in vielen Fällen, ich mache jetzt ein Musterbeispiel, ich springe mit unserer Elge, wo ich mich so aufregen musste, eine alte Frau, so alt wie die Helga, die geht im Mondsee in einen Telekom-Laden Österreich rein und sie will als alte Frau einfach ein Handy für alte Frau. Was die ihr verkauft haben, war ein Smartphone mit Internetzugang, was sie überhaupt nicht hat, was sie in keinster Weise Ahnung hat. Die hat nie einen Computer besessen, die hat da nie Interesse gehabt. Sie wollte nur ein Handy und hat einen Vertrag unterschrieben, einen richtig geilen Vertrag für Telekom Österreich, das ist das, was du lernst an Schulungen, wie du einen in irgendeinen Scheißdreck reindenkst. Alles in einer geheuchelten Form von Menschlichkeit. Und das ist ihn jetzt so an die Nieren gegangen, sagt, ich habe jetzt finanziell keine Probleme, aber ich bin gezwungen, mein Zoll zu erfüllen. Sonst kriege ich wieder andere Probleme. Das ist deine Welt, die du dir ausdenkst und das ist der Führerscheinprüfungsbogen. Das ist die Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und nochmal als Holofeeling sage ich zuerst einmal, mach das, was du zurzeit magst. Ich sage nicht, dass du es nicht tun sollst. Egal, was du magst. Ja. Es ist wie wenn du ein Autor bist, du brauchst die Guten und die Bösen. Ja, ich klage über Bösen, niemanden. Du in deiner Geschichte ausdenkst, dir nicht vorwerfen, dass die böse sind. Du brauchst die, sonst zerstörst du die Geschichte. Das ist das, du musst die Qualität, dass das positiv, positiv und negativ ist. Wir haben 4 Seiten und das Negative ist auch positiv und negativ. Und alles in einem Kopf. Ja. Und jetzt pass auf, wieso erzähle ich dir das? Er hat sein Problem mitgenommen. Und das Problem ist die Sache mit dem blinden Arschloch, das nicht einverstanden sein. Ich könnte dir noch etliche Konsorten an Geschäften, an Leuten sagen, die ihren Job hingeschmissen haben, weil er sie angekotzt hat. An anderen Job, und das ist immer 3, 4 Monate, 5 Monate super, und plötzlich geht es ihnen wieder scheiße. Die Schwierigkeit ist es nicht einverstanden sein. Und jetzt pass auf, wichtig bei den 4 Seiten. Selbstverständlich darfst du irgendwas abbrechen, wenn du sagst, das bin ich nicht mehr. Du musst ganz tief in dich reinschauen, warum änderst du deinen Job zum Beispiel, warum schmeißt du was hin? Und ich sag dir jetzt, wenn du das hinschmeißt, was dich ankotzt, wirst du, egal was du danach machst, wird es toll sein, eine kurze Zeit und du wirst dich wieder ankotzen. So. Egal um was es geht.
Es ist ein Riesenunterschied, ob du was hinschmeißt, weil du sagst, das bin ich nicht mehr. Ja. Es ist es nicht mehr und du trotzdem damit zufrieden bist. Ich habe früher immer das Musterbeispiel, wenn wir jetzt zusammensetzen und du würdest jetzt zum Beispiel sagen, hier nach dem Essen willst du ein Schnäpschen. Ja. Und jetzt schaue ich in mich rein und ich sage, nee, danke, danach ist mir jetzt nicht. Dann lehne ich das ab, ich sage nein, obwohl ich in keinster Weise das Schnäpschen, es kann sein, ich habe mich reingeschaut, wenn es mir jetzt danach wäre, dann würde ich ja sagen, ich lehne nicht den Schnaps ab, wenn ich sage, nee, will jetzt keinen. Yeah, und da ist jetzt die große Sache hier, das ganze Umfeld, wenn du was magst, wenn dich, wie gesagt, wenn du was loshaben willst, ist schon immer wieder die Sache mit dem blinden Arschloch. Jeder Gedanke, alles was ist, sind Puzzlestückchen, dein neuer Körper auf der höheren Ebene ist deine Traumwelt und es ist jetzt gleichgültig, um das nochmal zu sagen, ob ich jetzt sage, dein Körper ist das Internet. Dann darfst du keine einzige Internetseite, du hast unendlich Internetseiten und sobald du sagst, die Internetseiten müssen aus dem Internet gelöscht werden, die müssen raus, diese Einträge müssen raus, die Hater-Kommentare müssen raus, dann entheiligst du dein Internet, weil jeden Hater-Kommentar, der dich ankotzt, den du rausmachst, sind auch Kommentare, die du total doll findest. Du hast, bevor das in dir auftaucht, hast du weder das eine noch das andere gesehen. Du siehst immer nur eine Seite. Das heißt, für jeden Hater-Kommentar, den du löschen lässt, entsteht ein Gegenteil dazu, das automatisch mit verschwindet. Und damit wird diese Unendlichkeit eben zu einer Nicht-Unendlichkeit. Das ist jetzt dieses reduzierte Wissen, das du in deinem kleinen Ding vor dich hinstellst. Darum bist du in einem kleinen Bereich. Das heißt, wenn das Internet jetzt dein Körper wäre, ein heiliger Körper besteht aus all dem, was zu dem Körper dazugehört, wobei du die Masse eher im Hintergrund bist. Darum sage ich, die Scheiße in deinem Darm muss dich ja nicht interessieren, aber wenn die nicht drin wäre, wärst du sterbenskrank. Ja. Du wärst unheil. Ja. Das ist, es ist, anders kann ich es in der Sprache nicht ausdrücken. Du darfst an deinen Körper, was du jetzt als einen gesunden Körper definierst, ist eigentlich ein heiliger Körper, der gar nicht existiert, wenn du an den Körper nicht denkst. Es existiert dein Gehirn nicht, deine Augen nicht, deine Ohren nicht, dein Darm nicht, obwohl das ja für dich als Materialist ständig da außen ist, auch wenn du nicht dran denkst. Nein, es ist nicht da außen, sondern es ist innen. Gewaff, die Eingeweide, das Innere. Darum ist Gewaff der Geist, der sich doppelt aufspannt, oder G.O. in unserem Gott. Das Wie. Das ist die Weisheit Gottes. Und die Weisheit ist in der Physik das weiße Licht, das aus allen Frequenzen gleichzeitig besteht. Das sind Symbole. Wir haben angefangen mit Symbolen, Moritz. Ja. Wir haben mit Symbolen begonnen. Du bist in einer Traumwelt. Die ganze Physik, alles ist Symbole. Das ist ja H2O. Ja. O ist das Reisen, 2H. Ja, ja. Wir wissen, dass das O auch das Waff, die Aussprache vom Buchstaben Waff ist. Das ist genau das, was ich dir sage. Ich knall das. Sobald was auftaucht, geht was unter. Sobald du was ausstößt, es ist immer im Gleichgewicht mit Holophilie. Die Welt der Symboliker kenne. Ja. Und mit Holofeeling wird halt über die Vordersprache, wird das reindeckst. Und darum rate ich immer wieder jeden, schau ganz tief in dich rein, wenn du einen Job wechselst oder irgendwas, schau in dich rein und frag dich, warum. Und jetzt schau, ob du dir selber eine Kategorie 1 oder 2 Frage, wenn ich das anpasst, weil ich es nicht mehr haben will. Nee. Dann sage ich, keine Antworten, mach dir deine Gedanken drüber, was ich sage, weil ich hüte mich. Das ist gerade immer die Abhängigkeit, wenn eine Song. Alles, was du machst, ist Manipulation, genau genommen Selbstmanipulation. Yes. Holofeeling macht das Gegenteil, ich will dich freimachen. Aber eine Freiheit, von der du überhaupt noch nichts weißt, die deine ganze Menschheit nichts weiß, wie sollten Menschen was wissen, die du dir ausdenkst, wenn das, was Menschen wissen, die du dir ausdenkst, ist nämlich das, was du denen zusprichst. Das haben wir so oft gehabt. Das ist übrigens sofort überprüfbar. Egal an wen du jetzt denkst, egal an was du denkst, aber ich bleibe mal an wen, dieser Mensch entsteht in dem Augenblick, wo du ihn denkst. Und er wird dann in dir genauso von dir aufgebaut, wie du ihn dir ausdenkst. Und du bist derjenige, der bestimmt, dass der Einstein die Relativitätstheorie entdeckt hat und der Hitler einen Krieg begonnen hat oder ganz so gut war, hängt von deinem Schwamminhalt, von deinem Programm ab, wo du dir nicht raussuchen konntest. Das ist, wenn man das jetzt immer wieder wiederholt, ne Helga, wir wissen das ja. Dann ist es definitiv, aber es ist meistens erst am Ende des Lebens der Fall. Am Ende des letzten Lebens, das du als Trockennasen aufgespitzt.
Danach, gut, ich kann jetzt immer wieder sagen, du kannst nicht von unten nach oben sehen, aber für dich jetzt, geh mal davon aus, dass dann immer noch Leben da sind, aber dann spielst du nicht, dann bist du nicht mehr die Rolle auf der Bühne des Lebens, sondern ein bewusster Schauspieler, so wie ich jetzt als Udo einfach nur ein Gedanke in deinem Kopf bin, eine Figur, und darum sage ich immer wieder, also mach dich doch nicht kirre, wenn du meinst, der Gedanke von dir wäre mächtig. Was würde der Moritz sagen? Ist der Gedanke von dir mächtig? Nee. Absoluter Blödsinn, das war Kategorie 2 Antwort. Eine einseitige Aussage. Ja, also. Auch nicht. Ja, ich habe schon. Nein. Die Macht des Wortes. Egal. Und jetzt mache ich ganz einfach, erinnere an das letzte Selbstgespräch, Moritz. Die Vollkommenheit, immer aus der Mitte heraus zu denken, die Vollkommenheit. Denk an das Selbstgespräch, wie mächtig Worte sind oder Gedanken sind, wo ich sage, dein Telefon klingelt, dein Handy, du gehst dran und du ist irgendeiner Mai, ist da Mai und du sagst, nee. Und auch Entschuldigung, falsch verbunden, und dann ist es wieder weg. Das ist ein Aufwischen von Geräuschen an dein Ohr, und dann ist irgendwie bei der Helga klingelt das Telefon, sie geht hin und dann kriegt sie die Nadel, dass die Nelly einen tödlichen Unfall gehabt hat, die Engelin. Das sind ja nur Worte. Frau Bende, ihre Engelin hat einen tödlichen oder einen schweren Unfall gehabt. Das sind nur einige wenige Worte, und dann schau mal, was dein ganz normaler zwanghafter Mechanismus, was der jetzt deine Informationen. Der ist ja nicht mehr da. Der ist ja weg. Der ist ja ausgemerzt, deshalb hat ein Gedanke hat keine Macht, in dem Sinne, weil er mich nicht stört. Er kommt ja, wenn du soweit bist, ist es ja gut. Ich werde jetzt aber auch testen bei dir. Gerne. Das ist sich auch immer wieder, nimm den Mund nicht so voll. Das du ist darfst es reinhauen. Leben, straf dich so schonungslos ab, wenn du dich selbst überschätzt. Man fährt gut, wenn man den Ball sehr flach hält. Das ist jetzt nur ein Tipp. Und nee, das ist nichts das Tödliche, das ist nämlich das Problem, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo liest oder hörst, ich kenne jemanden, der hat Holofeeling studiert, der ist in die Klapse gekommen. Ich kann jetzt aus dem Stegreif vier von mir ausgedachte Menschen aus dem Stegreif sagen, innerhalb dieses Kreises, die alle in die Klapse waren. Aber da ist nicht Holofeeling dran schützt, sondern genau das Gegenteil. Holofeeling ist dazu da, dass du dein Ego komplett eliminierst. Und die haben ihr Ego damit aufgeblasen. So, ich bin ja Gott. Mir kann ja nichts passieren. Ich weiß ja alles. Und denken dann jedes Mal an sich, ans Person. Da kann aber Holofeeling nichts dafür, weil wenn ich dann tausendmal sage, die Person, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst, geht mir am Arsch vorbei. Mir geht nichts und niemand mehr am Arsch vorbei wie der Udo. Wenn ich jetzt an den Udo denke. Aber das ist übrigens eine einseitige Aussage. Weil ich sage immer, Namen sind austauschbar. Oder die Helga, oder der Moritz, oder du, der du jetzt vom Computer sitzt, was für einen Namen du dir auch geben magst. Das, was du einen anderen ausgedachten tust, tust du dir selber, wenn du das Prinzip verstanden hast, dass du nämlich alle Rollen spielst. Da ist jetzt nämlich ein einziger, der uns ausdenkt. Ja. Er ist jetzt uns, ich reduziere das. Da ist auf dem Bildschirm ein Moritz, eine Helga und ein Udo. Und das sind drei. Und ich habe gesagt, die rote 4 ist entscheidend, aber die rote 4, die Synthese, die rote, das Geschlossene, das Dalet geschlossen. Die Tür, die Reihe, Dalet heißt ja die Tür, die Reihe geschlossen. Das ist der Spiegeltunnel, wo ich jetzt weiß, diese Ausbreitung in der Tiefe, in die Länge gezogen, letztes Selbstgespräch, ist ja eigentlich nur aufeinander geschichtet in dem einen Mittelpunkt. Das bist du. Die rote 4 ist der, der uns jetzt ausdenkt. Aber interessant ist, dass da zu der roten 4 auch eine ausgedachte blaue 4 gehört. Die rote 4 ist ja nicht denkbar. Das ist jetzt der, an den du denkst, wenn du an dich denkst, der vom Computer sitzt. Ja, das ist genial. Jetzt These, Antithese, Synthese. Das ist hier definitiv Moritz, Helga und Udo. Und die rote 4, das bist du Geist. Geschlossen und als blaue 4 der vom Computer sitzt. Ach, okay. Kann ich auf mein Beispiel zurück? Das ist ja auch nur dann ein Beispiel. Der Bewusste, der Daseinende und der Geist, der alles ist einfach. Bin ich dann irgendwann, wenn ich darüber hinaus wachse, auch 4? Oder kann ich nur 3 sein? Unendlich viele. Weil jetzt kommt das Problem, wo ich sage, sobald du dir 1 denkst, muss ein Gegenteil da sein. Genau. Sobald wir uns das denken, müssen nochmal 2 da sein. Jetzt hast du das Schachbrett, dann waren es 4, dann waren es 8, dann waren es 16, dann waren es unendlich, aber unendlich ist wieder nichts. Ja, ja. Das sind die 2, wo ich die Unendlichkeitsmaschine anspreche. Ja, das meine ich ja. Das, die absolute Geschwindigkeit.
Ja. Ist keine Geschwindigkeit mehr, weil nämlich Raum und Zeit wegfällt, weil nur noch ein Punkt da ist. Ja. Das heißt, wie schnell dreht sich das erste Zahnrad mit wie vielen Umdrehungen, wenn kein Radius da ist? Dann dreht es sich mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ich habe in der Physik, die Physikbücher, nochmal, es klingt immer so, als wenn ich gegen Physik bin. Ich bin überhaupt nicht gegen Physik. Ich habe deine Physik deiner Traumwelt erschaffen. Ja. Und wir haben zwei verschiedene Arten. Wir haben zuerst einmal eine Programmstruktur, wie in einer Matrix, wenn du ein Videospiel programmierst. Pass auf. Und sobald du jetzt auf dem Vormonitor sitzt, ich kann auch das erweitern, dass ich sage, sobald wir das 3D-Film machen, du eine VR-Brille aufhast, wirst du mit einer Umwelt konfrontiert, in der physikalische Gesetze herrschen. Zum Beispiel ein Flugball von einem Golfball. Das ist die normale Physik, aber die spielt sich nicht da außen an. Im Anfang war das Programm. Das heißt, wir können jetzt diese normale Physik nehmen und das sind alles Metaphern. Das heißt, die Physik ist gigantisch. Ich betone das immer wieder. Was überhaupt nicht gigantisch ist, ist das geistlos materialistisch vorgestellte Geschwätz deiner Physikprofessoren. Ja, dasselbe kann ich jetzt sagen, das, was im Tanach steht, in der hebräischen Bibel oder in Tora, die fünf Bücher Mose, es ist gigantisch, es ist reine Physik, darum sind auch die ganzen Naturkonstanten drin von den Physikbüchern. Ja, das weiß, ich beweise das, das ist gigantisch, was nicht gigantisch ist, ist das Geschwätz von Theologen, was die dir erzählen, was das bedeutet. Ich mache einen riesengroßen Unterschied. Ich kritisiere oder bemängle in keinster Weise diese Grundlagen, sondern die Erklärungsmodelle. Ich kritisiere jetzt übrigens auch nicht diese falschen oder einseitigen Auslegungen von den Fachleuten, weil die können ja nichts dafür, dass ich die mir so ausdenke. Ja. Wenn du ich bist. Ja. Das ist jetzt unser Thema. Bin ich auf der Metapher-Ebene oder gehe ich einen Stück tiefer? Auf keiner Ebene. Die Neugier macht Geist, macht dich zu Geist. Dasein. Bewusstsein das sein. Ist, wenn ich hier das Beispiel jetzt bringe mit der Unendlichkeit, dasselbe hast du in den Physikbüchern, die absolute Geschwindigkeit und der absolute Nullpunkt, wo sich gar nichts mehr bewegt. Diese berühmten 200 bla 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 bla. Das hast du in dem ganzen Aufbau deines ausgedachten Kosmos, wo es nie einer entdecken konnte. Wie mit Wassermoleküle, wie mit der Chemie. Das ist doch so simpel und einfach, dass du irgendwann einmal erkennst, dass da nie in der Vergangenheit was passiert ist. Das beginnt schon bei meiner Stimmgabel, egal was du, das ist, dass du eigenständig zum Denken anfängst und anfängst plötzlich einmal die Fehler zu suchen in deiner Logik. Betonung, Fehler heißt nicht das, was falsch ist, es fehlt was zur Vollkommenheit, weil das einseitige Auslegungen sind. Ja. Mein Beispiel mit dem Rohr, wo man Faden reinziehen durch ein Rohr und dann lassen wir Faden raus und machen ein Gewicht und drehen das in Bewegung. Und dann hast du den kompletten Einstein mit drin, mit den Abständen, mit der Fliehkraft, die nach außen geht und das Gewicht würde den Faden ziehen. Das heißt, du musst im Statischen, umso schneller sich das dreht, wenn ein Gewicht draußen ist, wird der Faden, musst du immer mehr festhalten, weil durch die Fliehkraft da immer mehr Kraft gebraucht wird. Wenn das sich gleichmäßig dreht, mal ganz verlustfrei gesehen, und wir ziehen jetzt, wir müssen ja das festhalten, das ist ja Gleichgewicht zwischen der Fliehkraft und zwischen den Zug nach oben. Wenn ich jetzt dann anziehe, gebe ich Kraft in das System und dann passiert Folgendes, dass der Radius sich verkürzt und das Ding sich schneller dreht. Und wenn ich jetzt noch mehr anziehe, passiert irgendwann einmal für uns ausgedachterweise, dass es in der Mitte sich gar nicht mehr dreht. Und dann muss ich aber, jetzt funktioniert es natürlich nicht, wenn du das ausdenkst, sondern du musst jetzt über deine Logik hinausgehen, dann hast du unendlich viel Masse und keine Bewegung mehr. Mhm. Das ist der Zustand bei Lichtgeschwindigkeit. Ja. Bis du die Masse wieder zerdenkst in einzelne Stücke, die du um dich herum verstreust, das sind deine Gedanken. Das ist eine ganz grobe Metapher jetzt, wo jetzt hier gar nicht der Rahmen ist, dass ich das genauer erkläre. Das heißt, ich lasse alles, ich betone immer wieder, Holofeeling lässt alles, jede Schrift, genauso wie es ist. Und es ist richtig. Ja. Jedes Erklärungsmodell, egal was dir eine erklärt. Wenn dir der Physiker was erklärt, hat er übrigens auch recht. Aber nur ein bisschen. Wenn unser Kassner sagt, das sind Photonen im Fluch und glotzt auf einen Monitor und schaut statische Lämpchen an, da bewegt sich nichts. Das ist Unbewusstheit. Das sind die einfachen Metaphern, dass du das jetzt siehst. Und ich kann dir jetzt tausende von Physikern, wo dir ein Laserstrahl dir zeigen, ich sage, das ist nicht der Laserstrahl, was du siehst. Das ist weißer Dampf oder weißer Rauch, wo manche Rauchpartikel in einer geraden Linie angeordnet rot sind beim Heliumlaser. Das ist das, was du siehst. Ja, das ist ja rot, weil da rosa Laserstrahl haben, Leute. Jetzt zeig mir doch den Laserstrahl als Ding an sich. Das ist all das, es ist die Primitivität von materialistischen Affen, die nachäffen. Und
Du wirst dann frei werden, wenn du zuerst einmal erkennst, ich bin bis da, du sag ich, bis jetzt auch so ein nachäffender Affe gewesen und ich war es auch jetzt noch, aber jetzt nicht mehr von der Vergangenheit in die Zukunft noch eine Zeit lang sein, weil ich jetzt mit den Bildern, die in mir auftauchen, ganz anders umgehe. Und ich kann immer nur sagen, jeder Moment, der in dir auftaucht, einer dieser Sätze, der alles verändert in deinem Dasein, jeder Moment, der in dir auftaucht, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt, ist von Gott erschaffen, der beste Moment, den es überhaupt gibt. Vorausgesetzt, du weißt, was du zu lernen hast. Du hast das zu lernen, vor keinen dieser Momente Angst zu haben. Du hast zu lernen, dich über keinen dieser Momente aufzuregen. Aus einer stoischen Ruhe heraus, wie man das so schön nennt, einfach das anschauen. Und was du zuerst einmal anschaust, ist, wie dein fehlerhaftes Programm auf die Momente reagiert. Genau. Das heißt schon, wenn jetzt irgendeine komplexere Situation ist, mein Studium und es kotzt mich an. Du kriegst es nicht los, indem du dann irgendeinen anderen Job machst, der wird dich wieder ankotzen, weil du nicht, du hast zu lernen, alles zu lieben. Und das stellst du nicht ab, wenn du den Job änderst. Das ist, du nimmst das Problem immer mit. Das ist die Moral der Geschichte, die ich dir erzähle. Ich habe mich da ja auch nicht, nein, also und ich habe mich auch nicht. Kein Moment, Moritz, es geht mir nicht darum, dass du das machst, was ich dir sage. Es ist ein Vorschlag. Das ist wie wenn ich sage, lang nicht auf die heiße Herdplatte. Ja. Weil du meinst, das bringt dir was. Es bringt dir jetzt erst einmal eine Erfahrung. Und ich sage nicht, dass die schlecht ist. Da kann man Gerichte drauf kochen. Die ist nicht dazu da, dass man die Hand drauflegt. Aber sie ist wichtig in der Küche, dass man Speise kochen kann. Ja. Das ist ja immer wieder, zuerst einmal schauen, für was ist irgendwas eigentlich da? Wieso bin ich jetzt krank? Wieso muss jetzt das schon wieder sein? Dass du zuerst einmal lernst, du kannst nur heil werden, wenn du krank bist. Du willst doch bloß wieder gesund sein, du musst diese Polarität erwissen. Mein Sonnenschein und Regen beim Bauern, das Entstehen und das Zerstören. Ja, das ist gut. Und die ganze Schulmedizin ist vom Tisch. In dem Augenblick, wo du begreifst, dass man einen menschlichen Körper, dass der sich eh verändert. Das ist ein geistiger Entwicklungsprozess, der nicht endet, wenn der Körper sich auflöst, weil es geht ja nicht um die Bilder, sondern um den, der im Hintergrund immer ist, der sich das ausdenkt. Darum sage ich, du wirst von deiner Auflösung, du Geist, so viel mitbekommen wie von deiner angeblichen Trockennasenaffengeburt. Du kannst dich nicht an deine Trockennasenaffengeburt erinnern, nicht im geringsten. Und du wirst auch von dem, was du Sterben nennst, nichts, überhaupt nichts mitbekommen. Gibt es in Selbstgesprächen zig Beispiele. Jeder, der einen Unfall, einen schweren Unfall hatte und aus dem Koma danach oder aus der Ohnmacht erwacht, wenn er rückreflektiert, was ist eigentlich, da ist ein Zeitabriss, ein kompletter Abriss, du wirst immer und immer wieder wach. Du wirst bis in alle Ewigkeit immer wieder in irgendeinen Körper wach, bis du loslässt, dass du sagst, ich bin dieser Körper und dann gehst du auf eine höhere Ebene, dann ist eh alles ganz anders. Das ist aber nicht mitteilbar, weil du nicht von unten nach oben schauen kannst. Das, wenn ich immer sage, versuche doch einem 4 Wochen alten Baby irgendwas zu erklären. Versuche einem 6-Jährigen was zu erklären, der gerade in die Schule kommt und nicht lesen und schreiben kann. Versuche einem 24-Jährigen was zu erklären, der jetzt studiert. Der hat doch vom Duden und Blasen noch keine Ahnung. Aber er hat Holo-Feeling. Und ich sage dann immer mein Barbie-Puppen-Beispiel, es wird dir trotzdem nichts nützen. Du wirst über die Probleme, die du jetzt hast, wirst du in 20 Jahren lächeln und sagen, mal bin ich blöd gewesen. Ja. Helga, nicht. Ja. Und das kannst du schon wissen. Und die Erfahrungen musst du trotzdem machen. Die bleiben dir nicht erspart. Ja. Das ist die Botschaft mit Holo-Feeling. Aber man geht anders um. Das ist auch hier mit Mitmenschen. Das erwarte nichts von den Menschen um dich herum. Das sind ganz wenige. Es ist ein Segen, wenn wir zusammensitzen, ganz im Kleinen, nicht weil wir Sekte oder Gruppe sind, sondern weil wir uns halt treffen, wie man sich halt Freunde sich treffen, auf der Brüsselebene, was das für unterschiedliche Charaktere sind. Ich sage, das sind vom Zuchthäusler bis zum Professor, sitzen nebeneinander und unterhalten sich vom absoluten Broll. Der kann ein Intellekt, du kannst Holofeeling-Geist sein und kannst rein vom Intellekt her ganz, ganz einfacher Mensch sein. Das ist übrigens in der Jesus-Geschichte, sind es die Zöllner und die Huren. Ganz einfache Menschen, die Pharisäer tauchen auch immer auf, aber die machen bloß Probleme, die Besserwisser, die Supergescheiten. Es ist wie bei den Tierchen in Zoo. Du musst wissen, welche man streicheln darf und vor welche man sich am besten verhält. Es ist natürlich oft sehr, sehr schlimm, wenn man dann merkt, dass viele wilde Tierchen sind, was ich früher gesagt habe, das ist meine Familie. Ja. Und das ist jetzt die zweite Seite.
Wir haben zum einen, habe ich gesagt, haben wir ja auch noch unseren Weide, unseren elektrischen Weidezaun, wo du dich festhältst, das sind deine angeblichen Sicherheiten. Hochzurechnen, ich habe so viel auf dem Konto oder ich habe eine gute Rente oder egal was ist, das Leben wird in dich reingrätschen ohne Handy und du wirst feststellen, alles ausgedacht ist vergänglich. Geht ja nicht um die Sachen. Die sicher wirst du eine ewige Sicherheit haben, musst du dich auf was konzentrieren, was ewig ist und das kann dann nicht mehr existieren, weil alles, was existiert, vergänglich ist. Das ist ein vollkommen neues Denken. Das ist extrem rudimentär in allen Religionen. Das ist dieses Symbol Gott. Das ist ein Symbol. Ja. Aber der ausgedachte Gott ist ein Hirngespinst. Es ist einfach nur ein Hirngespinst von religiösen Menschen. Und die Chakren und die höheren Ebenen von Esoterikern, die sich in die Stille meditieren, wollen, sind auch Hirngespinste, die geistlos nachgeäfft werden. Ich sage dir in einer schonungslosen Einfachheit, was du bist. Du bist ein träumender Geist, der du natürlich auch nicht bist, weil du bist der sich den träumenden Geist ausdenkt. Aber dann ist schon viel vom Tisch. Dann wird dir klar, dass das aus dir kommt, dieser ständige Wechsel, und dass dir selber dabei nichts passiert, egal was passiert. Und sobald du das installierst und lockerst, hast du von nichts Angst und dann kann ich die anderen Sachen einspielen, dann wird es mein James Bond-Film. Ja. Den du dir anschaust und du bist dann der James Bond im Film, den du selber träumst. Du bist der, der das erlebt und du bist bloß eine Rolle auf der Bühne eines ausgedachten Lebens, die sich nur in deinem Kopf abspielt. So wie zack, 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 ständig wechsle Momente. Und jeder Moment ist vollkommen neu. Auch wenn er oberflächlich betrachtet immer gleich ausschaut. Wenn du in den Spiegel schaust, meinst du immer morgens, du siehst eventuell denselben Moritz, das ist, die Haare sind ein bisschen gewachsen, es ist jedes meine Gnade, egal wenn du wieder das gleiche, selbe gleiche Bild, du bist immer dieselbe Geist, dieselbe Gnade. Und wenn du an deinen Körper denkst, bist du immer der gleiche Mensch. Geht die Betonung nicht deine Gehirnleiche. Ja. Leh ich. Ein auseinandergeschmissenes Ich. Ja. Aber das, was auseinandergeschmissen wird, das rote Ich am Anfang, ändert sich dabei nicht so, wie sich die 200 Gramm rote Gnade nicht ändert. Ja. Und darum sage ich, mach dein Leben, du hast ständig ein Dilemma, Entscheidungen. Und den einzigen Tipp, wo ich dir gebe, jetzt in deiner Situation, dass du hier definitiv zuerst einmal dir die Frage stellst, wenn du was anders haben willst, warum? Warum? Und schau ganz tief in dich rein. Und wenn dann irgendwie kommt, weil es mich ankotzt, weil ich mich unwohl fühle, das bin ich nicht. Es ist oft manchmal auch, da mal 16 Seiten, ob es sinnvoll ist, dann zuerst einmal in einen anderen Bereich zu gehen, um durchzuschnaufen. Ich mache ganz kurz für die Helga eine Andrea-Geschichte. Das ist mit ihrem Umzug. Ich sage, da war hier, wie ihr Matthias damals gestorben ist, musste sie aus dem Haus das Haus verkaufen und dann zieht sie um. Und dann waren die zwei, dann ruft sie mich an, ich habe da zwei Wohnungen, die Wohnung und die Wohnung. Für meine Maßstäbe viel zu groß für ihre Verhältnisse. Braucht sie doch gar nicht. Weißt du, wenn ich mich doch reduzieren will, schau mal, Helga, wie ich bei dir war, ich sage, das ist so super, mir gefällt es bei dir, das ist so klein, das ist reich, ist doch alles da, was man braucht, dass man sich loslassen kann. Ja, und ich habe so viele Bücher und ich brauche den Platz und den, das ist alles eine Form von nicht loslassen können. Wie ich hier nach Weißenburg gezogen bin, vorher, wenn du mal bei mir bist, ich habe auch ein paar Bücher. Das Problem ist, was viele nicht wissen. Ich mache es immer so, dann können wir jetzt rum. Es war in Ellingen. In Ellingen hatte ich ungefähr 2 bis 3 Mal so viel. Das war eine richtige Bibliothek. Und da habe ich dann schon mal was Physik und da war so viel Fachbücher, weil ich war ja wie eine Maschine, wie Nummer 5 lebt in dem Film. Ich brauche mehr Input, also autodidaktisch. Das ist aber, es geht nicht um das angelesene Wissen. Ich sage immer wieder, es geht nicht um Wissen bei Holofeeling. Ich rede wieder in einer raumzeitlichen Mandasse, die du fassen kannst. Und wenn wir dann hier von Röttenbach nach Weißenburg gezogen sind, die hätte ich alle weggeschmissen. Ich wollte sie gar nicht mitnehmen. Die sagen, du bist ja wahnsinnig. Meine Bücher sind ja bis ins Detail angestrichen mit Kommentaren. All die Bücher, wo du jetzt gesehen hast, kannst du jedes Buch rausziehen. Das ist komplett vollgeschrieben, egal welches Buch ich dir zeige. Die sehen also definitiv alle ja so aus. Das sind jetzt Wörterbücher. Die sind also alle durch die Bank mit Formeln unten dran. Da ist schon die Frage, kann man das eigentlich in einer normalen Zeit in den Zeitraumen machen? Ich sage, das geht nicht, weil Zeit außen keine Zeit ist. Aber ich brauche das zum Zeigen. Und da war dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, Kinder, nimm es doch mit heim. Na, du kannst doch die Bücher nicht wegschmeißen, also nimm es doch du mit heim, wenn es dir gefallen. Das ist ein totales Loslassen. Ja. Das habe ich einmal in meinem Laden schon gemacht. Das ist es ja. Weißt du, ich hab ein Geschäft, da war ja mein Labor, ich habe ja wirklich Grundlagenforschung betrieben, ohne Ende, mit Messgerät, mit allem drum und dran. Ich habe den Schlüssel,
komplett machte mit der Nachmieter, da war ein Nachmieter, der war so gierig, sag ich, du pass auf, ich schenke dir den Laden, wie er da steht. Das ist kein Witz mit meiner Frau. Ja, alles, das sind für ein Schweinegeld an Messgeräten, an Zeug. Ich muss dir den Besen rein übergeben, ich habe den Nachmieter, das ist die Mietvertrag. Pass auf, wenn du das Zeug haben willst, dann ich schenke dir alles und dann muss ich nicht ausräumen und wenn was du nicht brauchst, musst du wegschmeißen. Mhm. Das ist Freiheit. Ja. Ja. Ja, das ist Freiheit, ja. Das ist Freiheit. Ja. Und wenn du da reinschaust, hast du die Größe schon. Sei selbst ehrlich, schau in dich rein. Auf jeden Fall, dann sagen die, es geht doch nicht und dann haben wir bei Umzug mir Freunde geholfen und die haben dann das Zeug eingepackt, ein Großteil, und haben das da wieder alles in der neuen Wohnung mit beim Umzug mit rein, weil ich gesagt habe, wenn das wollt, ihr könnt die behalten. Ich habe keinen Bezug auf irgendeinen Besitz. Es ist für mich nebensächlich. Es gibt, ich rede jetzt rein als Udo. Das ist ein Stand eines normalen Menschen, der übrigens nicht besser ist, oder was er ist, bloß anders. Es gibt auch wirklich nichts, da sollte mich der Blitz jetzt treffen, wenn ich als Udo normal rede, es gibt nichts, was man für Geld kaufen könnte, was ich haben möchte. Ich bin wunschlos glücklich. Ja, das ist bei mir auch so. Seit langer, langer Zeit. Ich bin absolut wunschlos glücklich. Ich brauche nichts. Und ich freue mich, was mir Freude macht. Es gibt nur eins, was mir Freude macht, wenn irgendwelche den Udo eine Freude machen wollen. Die Helge, egal was, das ist natürlich, wie will man den Udo Freude machen? Das ist je nachdem, egal was dann eine machen, weil die wissen, wie wertvoll das ist, was sie von dem Udo kriegen. Es ist wertvoller wie alles Geld und alle Diamanten zusammen. Und die wollen natürlich jetzt dem Brüsseler auch eine Freude machen. Und ich sage, die größte Freude machst du mir, wenn du dich freust, wenn du dich an deinem Dasein jetzt freust, wie an einem interessanten, spannenden Film. Und diese Freude ist doch meine Freude. Das, was du an anderen tust, tust du dir selber. Das ist meine Freude. Und dann ist im Weltlichen, wollen die mir natürlich auch dann, da schickt man die wieder irgendwie was zum Essen oder Öle oder egal was es ist, weil sie mir Freude machen wollen. Und die Dinger gehen mir selber am Arsch vorbei. Absolut, das sage ich auch immer. Das würde ich jetzt beschwören, ohne an meiner zu schwören. Aber was mich unheimlich freut, dass mir welche Freude machen wollen. Nicht das, was sie, welche Möglichkeit haben wir, einen vollkommen glücklichen Menschen glücklicher zu machen. Du musst in einen neuen Bereich eintreten, in dem du dich selber glücklich machst. Ja. Weil ich doch sage, dass ich du bin. Das ist da so. Machst du mich glücklich. Ja. Und da ja, ich über kurz oder lang schafft man. Das jetzt. Immer dran denken. Tu das, was meine Prediger predigen, aber schau, was sie selber machen. Ja, ja. Schau dir deine Pfarrer an im tiefsten Inneren, ja. Schau dir deine Christen an, schau dir deine Gutmenschen an. Und in dem Moment, wo Menschen nur Hass äußern und einseitig sind, die sind kein bisschen einseitig schlechter, jetzt einseitig gedacht, wie die, die glauben, sie sind die Guten. Ja. Das ist nämlich, alle, die du jetzt als böse und schlecht definierst, die glauben nämlich, wenn du das Programm hast, dass sie die Guten sind, die ihren Durchblick haben. Und für die bist ja du der Schlechte. Also das, was dann gehasst wird, alles, was die Hater hassen, hassen die ja nur, weil sie glauben, dass das die Schlechten sind, weil sie ja die Guten sind. Und alle, die sich über die Hater aufregen, die denken sich, die haben ja nur ihr eigenes Spiegelbild vor Augen. Das ist, die Linksfaschisten haben die Rechtsfaschisten vor Augen und die Rechtsfaschisten die Linksfaschisten. Und Druck erzeugt Gegendruck, bis du irgendwann einmal das Prinzip des Spiegels verstanden hast. Ich bin du, habe ich ein paar Mal hingewiesen, in Du bist dich im zweiten Band gibt es eine schöne Stelle. Was siehst du in dem Udo Böttcher? Da heißt es, mein Menschensohn ist nur ein Spiegelbild von dir selber. Ist es ein arroganter Schwätzer? Ein Dilettant? Dann schaust du, ich bin ein absolut wertfreier Spiegel, ich spiegel bloß deinen eigenen Charakter. Das heißt, alles, was du von dem Udo denkst, bist du letzten Endes selbst. Ja. Und irgendwann wirst du begreifen, dass wenn du nur Liebe siehst, dann bist du selber die Liebe. Und das klingt jetzt alles für mich schon wieder so esoterisch, so, ach, wir lieben uns ja alle, wir funken, wir sind ja alle so nett. Dann schau doch einfach in dich rein, welche Feindbilder du noch in dich trägst. Und dann begreife mal, wieso ich sage, liebe deine Feinde. Und jetzt, wenn ich natürlich noch weiß, dass im Hebräischen, wenn wir jetzt rein hebräisch gehen, dieses liebe deine Nächsten und liebe deine Feinde, dass im Hebräischen das Wort Rea, wie man es ausspricht, also 270, ein berechneter Augenblick, in unserer einfachen Vordersprache im Blau, ein berechneter Augenblick, dass das Freund und Feind, Schlechtigkeit, Boshaftigkeit und Freund und Hürde, dann in einer Unterform, der dich behütet, gleichzeitig ist. Mhm. Ja.
Das heißt, im Hebräischen ohne Vokalisation ist das Wort Feind und das Wort Nächster dasselbe Wort. Der Freund und der Feind und die Schlechtigkeit und der, der dich behütet. Ja. 270, die berechnete Augenblick. Wenn wir das rot machen, ist es der Kopf, ist die Quelle. Der Kopf ist die Quelle für diese Welle. Ist die Quelle für diese Welle. Ja. Und jetzt bring mir doch deine Christen, bring mir deine Ärzte. Schon wenn du Krankheiten bekämpfst, hast du Feindbilder. Auch wenn du Krankheiten bekämpfst, hast du Feindbilder. Wo ist es, liebe deine Feinde? Wisse, was die Vollkommenheit ist. Da musst du auf eine höhere Ebene gehen. In der du eigentlich immer bist, du hast es bloß vergessen. Und dann werden deine Sicherheiten, puff. Sorge dich nicht um morgen. Wie solltest du dich um morgen sorgen? Morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Du wirst das, wo du jetzt, du sorgst dafür, dass du dir jetzt eine Zukunft ausdenkst, vor der du Angst hast, die in der Zukunft eh nichts passiert. Das ist ein sinnloser Akt. Wir hatten hier nochmal ein kurzes Gespräch hier mit Manredo, wo ich sage, wo er immer wieder in unserem jetzt vorhergehenden Selbstgespräch, dass wirklich die Erkenntnis in Holofeeling geht, sagst du mal, was jetzt da ist. Und nicht um irgendeine qualitative oder moralische Bewertung. Es ist einfach nur, die Qualität, ob das richtig oder verkehrt, gut oder böse ist, macht dein Ego, deine Einseitigkeit, deine Unvollkommenheit, mit der du denkst. Diese Logik, du bist logisch auch nicht besonders geistreich. Geistreich ist Liebe, ist allumfassend. Das ist, wenn man das einmal anfängt zu erkennen, und das kann nur Geist erkennen, nur der träumende Geist kann erkennen, was er träumt. Figuren in deinem Traum, das war hier beim Redo, sagt, wenn man das einmal bewusst macht, wie oft habe ich gesagt, hör auf mit irgendwas oder etwas zu sympathisieren. Sympathie heißt Mitleid, versteht ihr die Sprache nicht? Weil du leidest dann mit jemandem mit einem Gedanken, letztendlich mit einer Information, die als Ding an sich überhaupt nichts mitkriegt. Und damit erschaffst du in dir ein Leid, was, ich sage immer, selbst wenn jetzt das, was du denkst, selber leiden könnte, würde das deswegen ja nicht besser gehen. Das ist Leid, Ernährung ist Sympathie. Es ist natürlich das eine einseitige Aussage, ich kann das natürlich dann auch anders setzen, weil wir 400 Seiten machen können aus Antwort. Das ist einmal die erste große Erkenntnis. Und jetzt zu deinem Zahnarztjob, dass ich immer wieder sage, ich gehe auch zum Zahnarzt. Aber immer die Frage, warum? Wenn mir eine kleine Kante, das ist wie beim Leasing-Auto. Das ist so ein Musterbeispiel. Der Körper ist geliehen. Auch eine Mietwohnung. Und die durch nicht runter Sound, sondern das Ideal ist, wenn du ein Leasing-Auto hast, hast du das ja, es ist geliehen, du hast es wieder zurückzugeben. Mhm. Und zwar ist klar, natürlichen Verschleiß kann man nicht verändern, aber möglichst in einem guten Zustand. Das heißt, darum wäschst du das Auto und wenn die Bremsbeläge drin sind, lasse ich die Bremsbeläge erneuern, die Verschleißteile und wenn dann am Zahn eine kleine Ecke rausbleckt, wenn du meine Zähne anschaust, ich habe bis auf meinen 4-6er, wo die Goldkrone drauf sitzt. Ja, ich habe einen 1-6er. Meine Originalzähne drin. Die sind natürlich mittlerweile gelb und da sind viele kleine Kanten, wo kleine, die auch gelb waren, sind, wo nur immer wieder ein bisschen reingemacht wird. Das sind einfach nur Schönheitsreparaturen. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier, ich weiß, bei meinem Holger zum Beispiel, wo bei meinem Zahnarzt mit war, bei meinem Erwin, der sagt, der schaut das erste Mal rein, sagt er, der hat sich aber an deinem Mund vollkommen saniert. Komplett alles hier, Kronen, Checke-Kronen, obwohl das gar nicht nötig ist. Ich habe dir schon mal gesagt, bei mir im Laden hatte ich einen Zahnarzt vor vielen, vielen Jahren, einen guten Kunden, und dann ist mir so eine kleine Ecke rausgebrochen. Vorne, da hat es mich hingehaut. Ja. Das war uninteressant, also ich kann man da, das war bei der Bundeswehr und da wurde mir dann ein kleines Dach, das habe ich jetzt immer noch und dann haben die halt ein kleines Eckchen reingemacht und das wird mit der Zeit gelb. Und dann sage ich, kann man da nicht was machen, Bruno hat ja geheißen, wo ich bei ihm dort bin und dann sagt er, Udo, pass auf, man kann jetzt, wenn du ein normaler Kunde wärst von mir, Patient, dann würde ich sagen, selbstverständlich, wir schleifen das Ding auf und machen Checkerdrohne drauf, dann ist das vom Tisch. Dann sagt er, das ist normal, aber du hast mich so super und ehrlich beraten und ich sage dir jetzt, an und für sich ist das Körperverletzung. Ja. Nur weil einer seine Zähne nicht gefallen, jetzt sind wir bei der Schönheitsoperation, weil er nicht zufrieden ist, wie er ist. Wenn ich einen gesunden Zahn, so einen kleinen Stift abschleife, um eine Krone draufzusetzen, ist es Körperverletzung. Er sagt, ich hau das Ding jetzt weg, wenn dich das stört, weil das gelb ist und dann machen wir das neu. Das ist eine Sache vor 5 Minuten, du weißt das. Ja. Und dann wird es wieder gelb, wenn da kommst du, dann haue ich es halt weg und mache ich es wieder neu, wenn dich das Gelbe stört. Mich stört seit 30 Jahren das Gelbe überhaupt nicht mehr. Ja. Ja.
Es ist ja, im Endeffekt ist ja gar nicht mal, ich finde ja die Arbeit nicht schlimm oder so. Die Arbeit finde ich genial. Die und Menschen lernen nicht rum. Ja, es ist eine Wertung drin, aber die, ich sehe die Wertung neutral. Für mich hat kein Wort eine Wertung. Für mich sind alle Worte wertneutral. Ich könnte Arschloch sagen, Pisser oder mich kann man auch beleidigen. Genau so ist es. Der, mir ist das egal. Also was ich benutze Wort die Worte einfach nur. Das ist das, was ist. Das, genau das ist das Prinzip. Wobei du dir jetzt erst einmal Gedanken machen solltest, wieso du jetzt in diese Schiene reingegangen bist, dich mit Logik zu beschäftigen, weil nämlich Shin ist die Logik, der Logos. Und das ist genau. Der Zacken, das ist die Spitze, das ist das Horn, das ist das Ausgedachte. Und ich habe immer wieder gesagt, alles, was du studierst, ist ja richtig. Du wirst von mir nie hören, dass es richtig ist. Die ganzen Normen, der Aufbau schon deines Mundes hier in diese vier Quadranten mit die 32 und so weiter, das ist komplettes Holofeeling. Es ist alles Holofeeling. Also lernst erst einmal das, auch wenn du Medizin studierst. Ich sage, lass das, das hat ja einen Sinn. Ja. Du wirst nur dann mit Holofeeling aus der Metaphorik, wir sind wieder am Anfang des Gesprächs, die Metaphern durch Holofeeling werden so einen vollkommen neuen Komplex. Wenn ich Physik studiere, lerne ich irgendwann einmal die Flug, ganz normal die klassische Flugbahn, lauter so Zeug. Ja. Diese Formen sind ja in unserem Programm, wenn wir ein Videospiel spielen mit einer VR-Brille, auch wie Schatten geworfen werden vom Licht. Da ist aber auf der VR-Brille ist nicht irgendwelche Lichtstrahlen. Es sind arithmetische Formen, die wir ja in das Programm reinmachen müssen, um diese virtuelle Welt aufbauen zu können. Entweder in 2 oder in 3D. Das ist egal, was in dir auftaucht, das ist wichtig. Ja. Egal welche Gedanke. Ich nenne es ganz vereinfacht ein Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Mhm. Das mir jetzt ganz bewusst herausstellen, ohne dass man was herausstellt, so wie ein Komplex von Bündchen und Strichchen auf einer DVD, auf einer Datei. Und immer dran denken, dort, die Daten. Ja. Wenn du das hebräisierst, habe ich so gesagt, dort, da können wir ja vielfältig setzen, ist das dann mal hier, die wissen, die 11 Dezifierer, 11 ist wieder Ei. Genau, ja. Das heißt aber dann nicht nur nichts, sondern auch eine Insel. Und diese Insel ist immer von einer Wasserlinie. Das Erste, was wir aufschmeißen, ist das dann mal ein Wasserberg. Da unser rotes Wasser ja nichts ist, entsteht aber aufgrund dieses, ich sage eine Eruption, UB, erweckt aus dem Innern, wie wir jetzt einen Berg aufwölben, jetzt einmal flächig gesehen, entsteht im selben Moment 2-. Wenn wir hier was aus einer Nulllinie herausheben, wenn du das jetzt vorstellst, da ist ein Berg, ist jetzt einmal von der Seite her gesehen, fallen zuerst einmal das die Menge, es ist, mir zeigen Bergdahl. Das ist ja nicht der Fall. Wenn wir jetzt eine Mittellinie setzen, dann heben wir in der Mitte einen Berg heraus und dann sackt von oben gesehen natürlich drumherum was ab. Ja. Es wird dann komplexer. Aber ich mache es ja wirklich so extrem einfach, dass rein der Intellekt von einem 13-Jährigen ausreicht, wenn er neugierig ist, meinen Gedankengängen in der Vorstellung zu folgen. Das stimmt. Und wenn du anfängst, wenn du, ich sage immer, Sefer Maimonie, das heißt, dass wenn du von morgens bis abends die Dora studierst. Voll bewusst bin, dann werde ich der Tod nicht finden und das erweitert mir jetzt ganz einfach auf Holofeeling. Ja. Jetzt ist es schön, dass es nicht darum geht, dass du die Bücher liest. Ich sage mal bei vielen Büchern, jedes Buch, das du liest, ist verlorene Zeit. Das ist jetzt, es ist auf deinem Film, du suchst dir es eh nicht raus. Weil du ja nur das an Vorstellungen aus Worten herausgenerierst, was dein derzeitiger Intellekt in der Lage ist, aus Worten rauszugenerieren. Das gilt übrigens nicht nur für Bücher, sondern auch für Zeitung. Für Geräusche im Allgemeinen. Weil ein Wort akustisch ist ein Geräusch. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass jedes Geräusch, das Fieben, das plötzlich zu einem Vogel wird, das Brummen, das entweder zu einem Auto, zu einem Motorrad, zu einer Harley oder zu einem Rasenmäher wird. Mhm. Kann ich lautmäulerisch mit Geräuschen, das ist ein Wort, im Anfang war das Wort und du reagierst entweder auf geschriebene Worte oder auf Geräusche. Das heißt, wenn du jetzt Redo hörst, das ist jetzt ein Geräusch, ich kann das Wort hinschreiben, taucht in dir eine ganz klare Vorstellung auf. Aber diese Vorstellung, dieser Redo ist doch ein Nichts im Vergleich zu dem, wie viel Redo es jetzt zum Beispiel gibt. Ja. Jetzt, Redo Flüttinger zum Beispiel. Redo Flüttinger, sagt dir das was? Soweit ich mich erinnere, das ist der Dardot-Kommissar vom Schweizer Dardot gewesen, den es nicht mehr gibt. Können wir jetzt noch mal ein paar tausend Redos rausziehen, wenn du willst. Nur unseren. Das ist, du hast ein Geräusch und dann ist eine einzige Vorstellung da, obwohl das Geräusch selber ein Riesenkomplex ist von Vorstellungen. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit, dann hat er nicht zugehört, da gibt es nicht viel zu verstehen. Nee. Das ist immer wieder das Verstehe ich nicht. Ich sage, schau doch einfach, was ist. Ich erkläre dir einfach, was jetzt ist. Was jetzt halt tausendmal ich mein BC-Beispiel gebracht habe mit seiner Esther, ich sage, denk einmal an die Esther, denk an Schneewittchen.
Das sind doch jetzt Worte. Denk an die Esther, denk an Schneewittchen. Aber es, du reagierst dann mit einem Programm und jetzt bei meinem BC-Programm denkt er bei die Esther an seine Tochter und an Schneewittchen denkt man halt an Schneewittchen. Das sind übrigens ziemlich zwei dunkelhaarige schwarze Esther ist ein Schneewittchen. Wenn man sie kennt, ne? Da kann man schon sagen. So eigentlich, was man sich beim Schneewittchen vorstellt. Wobei ich im Fliegenstall gesagt habe, mein Schneewittchen ist blondhaarig, hat einen Lederminirock und eine Zungenpiercing. Weil ich kann mir doch bei Schneewittchen auch was anderes denken. Ja. Ich bin aber immer noch bei der jungen Frau oder bei dem Mädchen. Wer zwingt mich jetzt, die als dunkelhaarige Prinzessin oder Mädchen anzusehen? Die Logik, die mir das vorschreibt. Ach so. Du hast die Freiheit, deine Logik zu erweitern. Ja. Ja, klar. Du darfst aber dabei nicht, die darf nicht im Widerspruch zum jetzigen Denken stehen. Also ich sage, du darfst, was bisher gedacht wurde, nicht wegmachen. Das ist mein Fame-Brief, den ich immer am Ende von Du bist ich, von dem Buch Du bist ich beschreibe. Dass die Wissenschaft so am Ende ist, ist Kommerz. Es ist erbärmlich. Es ist das, was deine Elite mittlerweile aufbaut mit dem Kapitalismus, ist so unendlich geistlos und krank. Und wie viel Scheiß muss ich dir noch reinspielen? Und wichtig, ich kritisiere jetzt nicht die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen, in dieser Traumwelt, die ich dir träumen lasse, die ich erschaffen habe. Ich kritisiere doch nicht die Fehler, die ich erschaffen habe, um irgendwann einmal dich so weit zu bringen, dass du selber zum Denken anfängst. Das Vervollkommnen, dass du sagst, in was für ein Wahn leben die Menschen eigentlich? Wir setzen auf Wachstum. Dass hier die Influencer mittlerweile die Ideale der Jugend sind, anderen irgendwie einen Scheiß einzureden, dass sie einen Scheißdreck kaufen. Den kein Mensch braucht auf der Welt. Den keiner wollte, wenn sie nicht so programmiert wären. Dass ich immer wieder jetzt beim Ausschauen, geh doch einfach durch die Stadt, geh spazieren, wenn junge Burschen zusammensitzen. Die sagen immer wieder, ja, jetzt durch das Corona können die nicht mehr spielen. Solche gibt es natürlich auch. Aber was ist dann, wenn sie dann zusammensitzen, dann sind 5, 6 auf einer Parkbank, eine kleine Ausnahme und glotzen nebeneinander in ihre Handys rein. Das ist jetzt nicht, dass ich das kritisiere, das ist ja eine Seite, die ist ja, wenn ich es anschaue, was ist die andere Seite dazu? Da gibt es dann natürlich andere Kinder auch, die sich geistreich beschäftigen. Aber auch die sind dann wieder unvollkommen. Weil es die einen, was ich dir erkläre, dass ich nicht sage, das ist gut und das ist schlecht, sondern das ist das. Und dich sollte das hier interessieren. Und nicht einmal das hier sollte dich interessieren, sondern der, der sich das jetzt ausdenkt. Der hier. Ja. Ohne sich zum Gedanken zu machen. Aus woraus entspringt diese Welle, wo wir einen ausgedachten Mittelpunkt mit dann oben und dann unten machen? Da gibt es ja doch einen noch tiefer. Und sobald man das denken muss, nach unten das nochmal gehen, gespiegelt, wie dir das Dia positiv und negativ beispielt. Ja, und da müssten doch alle realen Daten sein. Die Symmetrie. Die Symmetrie aus. Alle neutralen, nenn es einfach alles, ist alles gleichzeitig ist nichts. Ja. Das ist jetzt meine Unendlichkeitsmaschine. Wenn du zeitlich denkst, die Unendlichkeit, wir können ja immer noch mal eine Zahnradübersetzung dazu machen. 1 Billion Jahre, das nächste bei einer Übersetzung 1 zu 10, ist dann 10 Billionen Jahre, 100 Billionen Jahre, immer für eine Umdrehung, wohlgemerkt. Ja. Dann gehen wir in die Richtung und dann wird es immer kleiner und dann sage ich, das ganz Kleinste ist, wenn sich das Anfangszahnrad mit Lichtgeschwindigkeit dreht. Wenn es sich aber mit Lichtgeschwindigkeit dreht, hat es keinen Radius mehr und dann dreht es die ganze Kette überhaupt nicht und dann ist es am Ende, ist unendlich, unendlich langsam und unendlich schnell. Genau, ja. Das ist Lichtgeschwindigkeit, das ist nichts und alles. Wir nennen das All-Implosion, La-Explosion, aber von nichts. In beiden Wegen kommst du zu nichts. Bloß jetzt in einer gespiegelt in einer Kehrwertvorstellung. Darum ist der Arithmetik der Kehrwert so wichtig. Ja, ja. Aber was ist 1 durch 1? Das kann man alles erklären. Es sind kleine Schritte. Es ist wie das Quadrat mit 3 Strichen zeichnen. Das stimmt. Deine Interpretation dieser Worte führt dich in die Sackgasse. Ja, ist so. Ist so. Deshalb suche ich mir ja alle Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt das Quadrat von der Fläche wegmache, dass ich daraus ein Viereck zeichne, ein Viereck, oder ich kann auch sagen, zeichne ein Viereck mit 3 Strichen, das ist immer so eine Sache, dann kann ich einen Strich, pass auf, 1, 2, 3, 4. Wenn ich nur Zackenlinie zeichne, habe ich auch Ecken. Stimmt. Und dann kann ich Vierecken auch machen. Eine Ecke, zwei Ecke, drei Ecke, vier Ecke, brauche ich 5 Striche. Ja. Das ist 5 Striche, ein Viereck mit 5 Strichen zeichnen. 4 Ecken.
Dann habe ich aber keine Fläche. Das ist nur eine Auslegungssache. Es ist eine Interpretation. Und du bleibst auf den Gleisen deiner extrem fehlerhaften einseitigen Logik. Das ist mein Beispiel, ein primitives Basic-Programm, das schon in der Lage ist, so eine gigantische Traumwelt aufzuschmeißen. Wie muss dann jetzt immer eins runter reduzieren? Wie muss die Welt sein, die man mit Windows aufbaut? Jetzt so, wie du dir das vorstellst. Es muss ja rein theoretisch eine Welt sein, wo ich nicht... Ich muss ja permanent in einem Bewusstseinszustand, sonst kann man... Also man kann. Was ist Welt? An was denkst du bei Welt? Die ist ja nicht da. Doch. Ach, dann schon. Da ist erst einmal eine geöffnete Schöpfung, wo wir es blau machen. Wenn sie rot geschrieben wird, ist die geschlossene Schöpfung, dann ist es nicht da. Aber das nicht da kannst du ja nicht denken. Die Welt ist ein doppelt aufgespanntes ELD und wir wissen, das ist ein B-Randopfer. Das ist ein polarer Rand, wo du von Augenblick, das ist das Randopfer. Das ist die Hebraisierung des Wortes Welt. Ja, aber ich kann mich ja in meinen Körper reindenken. Du kannst dich da nicht reindenken. Das ist oder das, fühlen. Ich denke mich in meinen Körper rein. Ja, aber wenn ich den jetzt fühle. Wenn ich den fühle, dann fühle ich ihn ja nur, aber dann muss ich ja sagen, ich fühle jetzt meinen Arm. Ich? Was ist ich? Ja, genau, aber ich muss ja, um jetzt eine Information... Wir reden nicht so viel rum. Ich bin etwas, was nicht gedacht werden kann. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich an mich denke, ohne mich im selben Moment so eine Information von mir zu machen. Das ist der einzige Schlüssel. Versuche mal an dich zu denken, ohne dich zu einer vergänglichen Information zu machen. Weil das, was du denkst, wenn du an dich denkst, ist schon wieder weg, wenn du an was anderes denkst. Aber darum geht's ja nicht. Der seine Gedanken wahrnimmt, verändert sich dabei nicht. Das kann nur Bewusstsein verstehen und du kannst es auch nicht erklären. Du kannst es nur dir selber bewusst machen, wenn du Bewusstsein bist. Ja, es geht nur darum, es geht nur, wenn ich, ist egal. Ich weiß ja, was du meinst. Und ich weiß, dass der kürzeste Weg dahin. Es kann gewusst werden, sagte Udo. Es kann gewusst werden, was man selbst ist, rot geschrieben. Ja. Es kann aber nicht gedacht werden. Es kann schon gar nicht erklärt werden und schon gar nicht an Gedanken, den du denkst, erklärt werden. Ich erkläre es den, der sich jetzt den Gedanken Udo ausdenkt, den Moritz ausdenkt, die Helga und sich selbst ausdenkt. Das ist ein und dasselbe. Mich hört jetzt immer, egal wer du zu sein glaubst, immer nur dasselbe sprechen, bloß je nachdem, wer du zu sein glaubst, legst du die Worte anders aus und interpretierst die Worte ganz anders. Das ist eben das Problem, wo ich auch bei Holofilling drauf hinspreche. Das heißt, du bist ewiger Geist, du bist unzerstörbar, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das jedes Selbstgespräch beginnt so. Und erst wenn du dann dein jetziges Programm, egal ob du religiös orientierter Mensch, ein Materialist, ein Atheist bist, das ist vollkommen gleichgültig. Das musst du akzeptieren, was du bist und dass es nichts, was du denkst, in irgendeiner Form gerettet werden kann auf Ewigkeit. Du kannst es bis auf alle Ewigkeit wiederholen. Das ist aber dann ein riesengroßes Problem. Die Dummheit beginnt, deinen Körper einen Lebensabschnitt festhalten zu wollen. Es sind Menschen, die in dir auftauchen, sind Momente und als Zeitfenster betrachtet Lebensabschnittsgefährten. Selbst dein eigener Körper, die du jetzt die in die Vergangenheit denkst, sind Lebensabschnittsgefährten, Abschnitte deines Lebens, die du herausstellst, du kannst die aber immer bloß hier und jetzt herausstellen. Ja. Und darum sage ich gerade jetzt, es gibt so viel in der Esoterik, die dir das erklären. Ja. Aber die du dir jetzt ausdenkst, die dir das erklären, sind genauso Gedanken von dir wie der Udo. Ja, ich glaube, ich habe gecheckt. Wie ich dick ist der sich die Brösel ausdenkt und nicht irgendein Brösel. Ja. Also von ich frage mich nur, als Udo in einem Größenwahn, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Wie geistlos ist der sich sowas denkt? Der hört einfach nicht zu. Ihr seid nicht in der Lage, geistreich zuzuhören und wirklich einfach nur zu hören, was ich in ganz einfachen Worten erkläre. Ja, die Frage ist dahinter halt, weil wir hören ja einmal, wir sollen uns ja nicht in die Stille meditieren. Also ich soll ja in eine Stille kommen, aber ich dachte... Du kannst nicht wohin kommen, wo du bist. Genau. Der absolute Mittelpunkt, aus dem alles entspringt, das sind wir. Ja. Das ist E Quadrat R. Es ist E Quadrat. Das ist die, das ist jetzt, sind wir wieder in der Physik. Darum geht es nicht nur, wenn ich was erkläre. Ich brauche beim Erklären Worte. Und wie erklärst du das jetzt? Ja, natürlich. Frage dahinter. Und zwar stille meditieren oder weil dann ist ja in jedem Fall Stille. Das Hauptproblem ist immer das Wollen. Jegliche Form von Wollen. Wollen übrigens, nein, das es geht nicht um Wollen. Hör zu,
Doch, es dreht sich alles ums Wollen, weil das ein doppelt aufgespanntes Joch ist. Und das Wollen als Welle ist, ich will und ich will nicht. Nee, so ist das nicht gemeint. Es ist nur einmal, wenn ich weiß, dass ich da bin, also wenn ich einfach nur da bin, in dem Moment, dann weiß ich, dann kann ich meine Sachen nehmen, Holo-Feeling beiseite packen und mein Studium machen. Wenn das aber eine Chance ist, dass ich aus mir selber herauswachse und vielleicht ganz neue Sachen aufbaue, neue Gedankenvorstellungen, Größeres, dann ist es ja logisch, dass ich am Ball bleibe. Aber ich will ja nicht in die Stille. Du brauchst Werkzeuge dazu, Kleiner. Darum habe ich das Erste, was ich dir gesagt habe, auch bei dir hier, mach das dann mal, das die Grundlagen, dein Studium. Mach dein Studium ganz normal, dein Lebensweg. Das ist dein Studium, die Bauteile, habe ich dir gesagt, du kannst das zwar die Worte noch nicht ganzheitlich sehen, das sind Einzelteile. Das ist wie der in die Schule kommt, du sollst das dann mal lesen und schreiben lernen in deiner Sprache, die du zurzeit benutzt. Nur in dieser einzigen Sprache. Lernst hast du mal die, du kannst nur was Neues aufbauen, wenn du Bauteile hast. Da gibt es übrigens auch eine schöne Metapher über den Bauplatz. Und dann musst du rechnen lernen, die reine Grundlage der Arithmetik. Und erst wenn du das beherrschst, kann ich in die Metaphorik der physikalischen Formen. Ich kann dir die 100 Mal umstellen. Ich kann mir Milliarden Geschichten mit den Zahlen erzählen. Immer sowieso, aber du bleibst immer im Kontext deiner Logik. Das ist mein Beispiel, wenn du ein Computer bist, der in 5er Schritten denkt, was du unendlich viele verschiedene Zahlenketten in dir aufwiderieren können. Das ist ein Mandelbrot-Faktor. Ich bleib immer dein Gedanke, aber nie, ich bin ja eine ständig wechselnde Information. Ich wachse ja. Und wenn du jetzt sagst, dass... Wer ist es jetzt? Ich bin ja ständig wechselnd. Nein, das bist du nicht. Du bist der eine ständig wechselnden Information. Jetzt können wir zwei Seiten machen. Entweder eingehüllt wird, aber das stimmt gar nicht. Du wirst konfrontiert, weil du immer bloß Vorstellungen hast. Egal, ob deine Vorstellung du die rechts vor dir, über dir, unter dir, hinter dir nennst. Das sind immer Vorstellungen. Nein. Dann ist es gut, wenn du das anders siehst. Ich komme ja aus dem Punkt. Es ist ja alles in dem Punkt drin. Richtig. Das heißt, hier ist ja nichts. Wieso sagst du nein? Ich habe dir gerade nichts anderes erklärt. Du bist der Punkt, der in seine eigenen Vorstellungen eingehüllt ist, habe ich gesagt. Du bist so in einer Rage jetzt mit dem... Es ist immer du bist du. Das, was die Rage macht, ist das Moritz-Programm. Ich wiederhole, was ich gesagt habe. Du, Geist, bist wichtig. Du bist der absolute Mittelpunkt. Nicht denkbar. Den Punkt, den wir uns denken, ist schon ein peripherer Punkt. Und du bist eingehüllt in deine Vorstellungen. Aber das ist nicht ganz richtig, weil eingehüllt heißt, dass es diese Art von Kugel ist. Und jetzt kommt das Problem, dass deine Vorstellung, du siehst immer nur die eine Seite, wo du hinschaust. Ja. Ob du die Seite vor, die Vorstellung vor dir nennst, auch wenn du nach rechts schaust, ist die Vorstellung nicht von rechts oder über dir oder unter dir da. Auch dann ist sie es nicht. Die ist nicht über mir, meine Information. Ja, das sage ich doch. Das sage ich doch. Es ist eine Vorstellung, die du gedanklich vor dich hinstellst, aber die tue ich ja nicht drin ist. Warum sagst du nein? Weil du bist ja jetzt auch nicht vor mir, sondern du bist in mir. Sag ich doch, du hörst nicht zu. Es ist alles in dir, aber du bist eingehüllt in deine Vorstellungen, die du vor dich hinstellst, gedanklich. Hä, aber... Aber die ist in dir drin. Ich sag doch nichts anderes. Du bist so in dem Nein. Es ist hier und jetzt. Wie viel sage ich, ist hier und jetzt, das ist ein Punkt. Egal, wie du den definierst, vor mir, über mir, unter mir, rechts von mir, links von mir. Das sage ich ja gar nicht, das sagst du. Was sag ich? Du sagst, dann ist über dir, unter dir. Nein, sag, das nicht ist ja alles nicht. Ich sage, es ist eine Vorstellung. Du stellst jetzt vor dich hin. Nein, ich stelle nicht. Dann ist gut. Das ist ja eine Anmaßung. Lass mal, du hast noch unendlich viel zu lernen. Alles klar. Dann mäht sich jetzt Ego ohne Ende. Das ist, okay, du bist so einseitig. Es ist so. Das ist das Gefühl, das du jetzt hast, ist schlichtweg und einfach, weil du nicht zuhörst. Ich hör dir 100 Stunden zu, 1000 Stunden Selbstgespräche. Aber du verstehst mich nicht, weil du noch viel zu viel einseitig alles bist. Das ist einseitig von in dir. Ja. Dir und außerhalb von dir, das du innerhalb, das außerhalb, ist. Es geht um den hier. Das ist das, was du mir sagen willst. Es geht um den hier, aber innerhalb und außerhalb ist eine Illusion. Ein ausgedachtes Innerhalb ist nicht diese absolute Mitte. Das sind so Kleinigkeiten, wo man dann sofort merkt, dann kommt man in Rage und Taker, wir schmunzeln da bloß. Es ist die Jugend. Und da ist das, was ich dir sage. Du wirst keine Möglichkeit haben, ansatzweise Sachen so zu sehen. Du bist
rein in dem normalen, in vielen Fachgebieten der alten Frau, sagt man, überlegen, aber nicht in den Lebensjahren und in der Weisheit. Der Helga hat auch lange genug auf sich eingeprügelt. Ja. Wenn ich mit ihrer Nele immer sage, du kannst es der Nele nicht vermitteln. Ja. Die wird es dann verstehen, wenn sie so alt ist wie du. Ja. Und dann warst du ruhig. Und die Alten sind von den Jungen aus gesehen immer die Dummen. Auch jetzt in der die Paracelsus und die Alten wussten ja das alles nicht. Darum das ist die jugendliche Arroganz. Darum geht es ja gar nicht. Es ist übrigens alles, was du jetzt gesagt hast, richtig, aber du hast den eigentlichen Kern nicht verstanden. Es ist selbstverständlich alles hier und jetzt. Damit ist doch deine Frage beantwortet. Ja. Aber die Fähigkeit, dass du das, was hier und jetzt in dir drin ist, um dich herum, und zwar in allen Richtungen, räumlich und zeitlich, zu verstreuen, macht dich zu dem Gott der Welt, die du um dich herum dir ausdenkst, die aber nur in dir drin ist, hier und jetzt. Das ist das, was ich sage. Ja. Du sagst immer nein, nein, nein. Du weißt zwar nicht, was der Teufel dich treibt. Und ich sage, das ist einseitig. Nein ist einseitig und ja ist auch einseitig. Und jetzt ist es wichtig, dass alles, man sagt, es ist eine Vorstellung von. Und pass auf, auch wenn ich etwas über mich drüber denke, ist es eine Vorstellung, dass das jetzt über mir ist. Oder ist es eine Vorstellung, dass das unter mir ist oder dass es rechts von mir ist. Dass dieses vor dir... Dann verstehst du aber meine Frage nicht, weil es ging darum... Hast du eine Frage? Ich meine, du hast schon alles verstanden. Ja, richtig. Ja, aber du hast mir ja nicht richtig geantwortet, weil es geht ja auch darum, du fühlst ja auch. Was ist denn, wenn man jetzt eine Information fühlt? Ja, dann ist die Information da. Wir schauen einfach, was da ist. Das Gefühl ist eine Information, das ist Hunger. Ist einfach zum Beispiel Hunger oder Melancholie oder Ärger. Nee, da sind wir ganz weit weg. Ist egal, machen wir irgendwann. Wo sind wir dann weg, wenn wir bloß hier und jetzt sind? Ich weiß gar nicht, was er will. Merkst du an den Worten? Ja. Wichtig ist jetzt überhaupt nicht, was das Pixelmännchen Moritz von deiner Situation mit deiner Logik aus macht. Es hat ja einen Grund, wieso ich dir das jetzt einspiele. Der Einzige, der dieses Gespräch jetzt erlebt, bist du. Und zwar in Verbindung mit der Logik, die du zum Denken benutzt, das ist der du jetzt zu sein glaubst. Jetzt gehen wir mal ganz einfach, du bist einfach der mit dem ursprünglichen Gespräch, das du dir jetzt denkst, das angeblich in der Vergangenheit aufgenommen wurde, der sich jetzt dieses Video anschaut. Du bist jetzt dieser Geist, du wirst jetzt diese Pixelmännchen und diese Worte wirst du jetzt werden und interpretieren in Maßsetzung deiner Logik. Du wirst vielleicht eine Sympathie hegen für das Pixelmännchen Moritz, weil du vielleicht glaubst, du hast ihn verstanden und den Udo, das ist ein Idiot, den hast du nicht verstanden. Oder umgekehrt, du wirst wissend schmunzeln, weil du den Udo anschaust, wie er reagiert und wie der Moritz reagiert. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt rein einmal die Physiognomie der Pixelmännchen dieser Szene, die wir uns jetzt denken, du kannst ja vorspulen, die Bilder können ja immer nur jetzt sein. Wenn du jetzt da und dann rein ein bisschen zurückziehst, kannst du ja die Bilder wieder wiederholen und dann schaust du mal, wer die Ruhe ausstrahlt und wer innerlich total aufgewühlt ist. Und solange du aufgewühlt bist, hast du sowieso keine klare Sicht. Dann muss ich sagen, dann ist also hier die Helga Pixelmännchen und das Udo Pixelmännchen. Die Helga ist eigentlich dann am meisten in der Ruhe gewesen, die hat nur geschaut. Ja, es ging ja auch nicht darum. Der Udo war schon involviert, aber auch aus seiner Ruhe heraus. Wenn du die ganze Zeit dazwischen redest und mir nicht die Chance gibst, wenn ich was ausdrücken will, dann sagst du, warte mal, stopp. Und dann über dir, unter dir und dann habe ich eine Frage und dann heißt es über dir, du stellst dir vor, über dir, du stellst dir, nein, ich bin ja in dem Punkt, aber wenn ich irgendwann mal wieder in einem Punkt bin, wo dann die Frage auftaucht, also einfach die Beschäftigung mit dem. Du machst jetzt den großen Fehler, den alle machen, du denkst, ja, ich denke, so kompliziert. Vergangenheit. Weißt du, viele, wenn ich sage, hör zu, wenn ich dir was erkläre und wenn ich dich im Keim ersticke, es ist selten, dass ich eine ausreden lasse, aber nicht, weil das nicht interessant oder wichtig ist, sondern weil das Sackgassen sind, wo ich sage, die können wir uns jetzt die nächsten 10 Minuten an Erklärung können wir uns sparen, hör gleich zu. Ich habe dir gleich, wenn ich dich unterbreche, gebe ich dir die Antwort und erkläre dir, was deine Falle ist. Und du hast jetzt wieder mit den über dir und unter dir. Es ist alles hier und jetzt in dem Zentrum. Und wenn du dir was ausdenkst, aus dem Zentrum herausdenkst, das geht aus dem Zentrum nicht heraus. Wenn wir eine Datei haben, einen Komplex, eine Kollektion haben und wir machen aus der Kollektion ein Bild aus einem Film, aus der Datei eines Films, dann wird dieses Bild nicht aus der Datei, die Datei ist ein Punkt, wird nicht herausgenommen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das musst du verstehen. Aber jetzt ist es immer wieder, in unserer deutschen Sprache heißt es eine Vorstellung. Und das, was wir gedanklich vor uns hinstellen, ist natürlich in uns.
Aber was der Schwerpunkt war, Moritz, wenn du zuhörst, dass diese Vorstellung nicht unbedingt heißt, dass es vor dir gedacht werden muss. Das heißt, ich sage, wenn du jetzt dir die Wolken über dir drüber denkst, ist es die Vorstellung, dass die über dir drüber sind, obwohl die hier und jetzt deine Information, die Form der Gnade sind. Und wenn du die rechts von dir was denkst, ist es die Vor- oder hinter dir was denkst, ist es die Vorstellung, dass es hinter dir ist. Hinter dir ist dann immer innen. Ja. Das ist alles. Ich weiß gar nicht, wo du dann hinaus willst. Dass es in dir drin ist, ist eine Grundvoraussetzung. Also ich widerspreche mir nicht. Und wenn du mir jetzt da erklären willst, dass das nicht stimmt, ist es eine Einseitigkeit. Darum geht's. Dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Es geht um eine ganz andere Sache, sondern ich wollte das mit ganz anderen Sachen erklären, aber das würde den Rahmen einfach sprengen. Ist doch gut, erklärst du dir doch selber und dann was das Leben wird dir beweisen, ob du wieder Sackgassen hast. Das ist es. Man muss es erfordert Demut. Ich sage immer wieder, wenn du Arzt bist, der Physiker bist. Es erfordert zuerst einmal die Demut, dass alles, was ich weiß, was mein Intellekt ist, ist geistlos nachgeäffter Schwamminhalt, den ich mir nicht raussuchen konnte. Das Schwammbeispiel erklärt es ganz einfach. Das ist ein chronologisches Beispiel. Meine Religion, mein Glaube, der Ehrenmord bei Moslems. Ob das Ehre ist, ist wieder eine Frage des Glaubens. Ja, ich weiß, ich muss den Weg alleine gehen. Das ist einfach eine gierische Grausamkeit. Nichts ist trügerischer wie die Ehre und das Rechthaberei. Und das, ich spreche jetzt nicht dagegen, weil auch das nämlich eine Seite ist, dass gerade immer, wenn man so Sachen denken kann, wenn du in ein Extrem kommst, dass ich sage, bei vielen Sachen spiegel alles um 180 Grad, geht es leicht, bis du dann wirklich mit extremen Situationen konfrontiert wirst. Und der schlechteste Berater ist, wenn du neben dir stehst, wirst du merken, dass jetzt der Moritz vollkommen in eine Rechthaberei oder was erklären wollte, was eigentlich jeder Gedanke unsinnig ist, wenn du... Ja, deshalb hält ja nur noch alles auf. Ich wollte ja nur, dass man mir kurz zuhört und dadurch, dass die Frage eh... Wer soll dir zuhören? Das hört doch nur einer. Es hört doch nur der, der sich's ausdenkt, das bist du selber. Du musst lernen, dir selber zuzuhören, dann musst du dich über... Ja, aber so kann keiner in der Uni reden. So wie du redest, redet kein normaler Mensch. Gedanken, Moritz, das sind Gedanken, du wirst schon wieder Gedanken mit wem reden, du bist allein. Ja, jetzt gerade. Aber ich rede ja auch mal normal mit Menschen auf der Straße oder mit Freunden. Das kannst du ganz bewusst machen. Das ist wie wenn du in einem Zoo gehst. Ja, das will ich doch gerade, aber du fährst immer wieder rein und sagst, nee, warte mal. Und du unterbrichst mich. Weil ich dich gleich im Jetzt halten will. Weil das sind Sackgassen. Du baust nur Gehirngespinste auf, die in dir die Illusion erzeugen, dass du was verstanden hättest. Und das, was zu verstehen ist, ist so unendlich einfach. Was ist jetzt da? Hättest du dich jetzt beobachtet, der schlechteste Ratgeber ist die ganze Physiognomie, die Gefühle, die du mit dem Moritz-Programm aufgeschmissen hast, das ist ja komplett andere Sachen, wie was du mit dem Helga-Programm gemacht hast. Oder eventuell mit dem Programm dessen, der jetzt vom Computer sitzt. Der kann jetzt schauen, ob er parteiisch ist, aber sagt, das stimmt ja, Udo, lässt dann ja nicht so ausreden. Ich habe tausendfach in Selbstgesprächen gesagt, hör mir zu, wenn du mir was erklären willst, mache ich, zack, ich weiß, was du mir erklären willst. Ich weiß es, ich bin du, ich habe das Leben schon längst durch. Ja. Ich sage, erspar uns das, ich mache gleich diese kindgerechte, einfache Sache. Es gibt, ist alles hier und jetzt. Egal, darum wo du es hindenkst. Darum geht es ja gar nicht. Was geht es dann? Es geht darum, wenn du, ich denke mir jetzt einen Udo, einen ausgedachten Udo auf dem Bildschirm, der erzählt mir, wann ihm sein Zahn abgebrochen ist, wer bei ihm in dem Laden war, wer irgendwo in Budehutzte war und was ich mir alles vorstellen soll, was vor mir ist. Und er erzählt mir irgendwas, was ich mir vorstellen soll und das stimmt gar nicht. Und dann frage ich was in genau demselben Ton und dann wird mir das über den Mund gefahren. Und ich höre dir aufmerksam zu und du bist respektlos. Und da würde ich mir Gedanken machen. Wie mein Spiegel. Ja. Ich wollte den Spiegel nur mal zurückgeben. Du musst die Metapher verstehen. Das ist das ganz Große. Ich bin ein absoluter Spiegel. Und mach ich spiegel nur deinen eigenen Charakter. Ich bin Charakter. Genauso rein. Du hast die ersten Sachen, schon wenn du die ersten Kleinigkeiten nicht verstehst, dass ich sage, es geht um die Metaphern in dem Märchen. Das sind die Metaphern in dem Märchen, die man verstehen muss. Es geht nicht um einen Udo oder irgendeinen Otto und um die Geschichten, sondern das, was ich dir mitteile. Und der schlechteste Ratgeber ist, wenn das Ego sich auf, wenn du dich scheiße fühlst, der Einzige, der dran schuld ist, ist dein Ego. Ich fühle mich gar nicht scheiße, sondern ich habe den Beweis bekommen, dass ich einfach mich geirrt habe. Ich habe einfach den Beweis bekommen, dass ich mich geirrt habe. Alles, das ist die Frage, ist immer, was, über was du dich geirrt hast. Genau. Das werden das wir immer erst wieder die irgendwann erfahren. Zerplatzen irgendwann und es wird dann immer wieder, dann kommt man wieder, das so viel an sich,
die Frage, wie ist das mit den Richtigstellen? Kann ich nicht sagen, müsste ich mir was vorstellen. Das ist immer wieder gut, schau. Und das ist, darum sage ich, die Kommunikation mit Programmen macht überhaupt keinen Sinn. Du bist da ganz alleine und du wirst genau diese, du kannst dir jetzt raussuchen, welche Art von Logik, deine eigene Logik, ich rede ja nicht mit dem Moritz, das ist das allererste, du kannst dir jetzt anhand dieses Gespräches, das sind alles Lernprozesse, kannst du dir raussuchen, wenn du dir jetzt eine Logik, ein Leben raussuchen müsstest, wie würdest du gern beurteilen, so wie das Helga-Programm jetzt rein von der Physiognomie auf dieses Video reagiert, wie würdest du wieder Moritz oder wieder Udo sein? Was für ein Programm ist für dich? Gar nicht, ich will ich sein. Ich will einfach das bist du doch. Sein. Du kannst doch nicht was sein, was du bist. Richtig. Okay, in dem Sinne, lass uns verabschieden. So war es auch nicht gemeint. Ich alles gut, Charles. Jetzt bist du endlich enttäuscht worden hier und dann wirst du feststellen, dass es nichts gibt, das anbetungswürdig ist, was man sich ausdenkt. Das war die Moral. Das war die Moral der Geschichte. Immer wieder, da gibt es noch sehr, sehr viel zu lernen. Und tschüss.